Ja, Ja, willkommen, willkommen, liebe liebe Zuschauer. Wir haben Montag, den 2. Mai und wir sind wieder bei den Wandelgesprächen, wie jeden Montag. Der ganz offene Raum für alle Menschen, die mit allen anderen freundlich über alles sprechen wollen. Und natürlich würden wir dann, wenn wir das ernsthaft machen, auch zu den wichtigen Fragen kommen. Also was brauchen wir an Wandel in der Welt? Der Dylan blendet gerade schon ein, also über die Talks hier hinaus besteht die Möglichkeit, das dann in die Breite und Tiefe auch in schriftlicher Form weiter zu verfolgen. Dafür haben wir ein erstes korruptionsbefreites Freie-Argumente-Forum. Freie-Argumente-Kultur.de ist der Titel. Ja, ansonsten machen wir das hier als Redekreis. Wir wechseln alle paar Minuten ab und es geht in gleicher Reihenfolge dann immer in die nächste Runde, sodass jeder gut zu Wort kommen kann. Und ich gebe in diesem Sinne mal gleich dann an den ersten Redebeitrag für den Dillen. Ja, danke schön. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Öffi, vielleicht noch mal kurz, hörst du mich gut, ja? Ja, ich höre dich gut, höre dich. Super, dann können wir ja loslegen. Und zwar, ich beginne mit damit heute. Wo ist es? Hiermit beginne ich. Wandelgespräche, ja. Also. Das ist so, was mich zurzeit beschäftigt, was ich vielleicht auch für heute so anzubieten hätte. Ich hoffe, man kann das Bild gut sehen. Heutige Wandelgespräche, Moon Talk. Wendepunkt hin zur höchsten Stufe der freien Argumentekultur, abgekürzt FRAG? Fragezeichen? Ich würde gerne eine ganz neue Epoche eröffnen, aber nur, wenn das natürlich gewünscht ist. Was ist freie Argumentekultur wert, wenn noch nicht einmal wir sie richtig praktizieren können, weil es so schwierig ist? Fragezeichen. In allen Wandelgesprächen, und hier sind wir circa 4 Leute, 5 Leute, ich weiß nicht, heute sind wir, glaube ich, 5, oder? Ja, 5, 6, da vielleicht. Walter war ja vorhin irgendwie auch da. Jeder der Teilnehmenden hat ein völlig anderes Menschen- und Weltbild und völlig andere Lösungsansätze und Aktionsschwerpunkte. Wissenschaftlich steht fest, entweder alle 4 irren oder 3 irren, einer nicht. Da kann doch in beiden Fällen nur der Weg sein, aus den 4 eines zu machen. Und noch nicht einmal wir schaffen das. Noch nicht einmal wir schaffen es, die FRAG richtig zu praktizieren, nämlich alle zu sagen, sagt ihr mir, wo ihr vermutet, dass ich durch die Kapitalismussparten A, B, C zum Opfer der üblichen kapitalistischen Gehirnwäsche gemacht wurde durch die vorteilbringenden Irrtümer VIs X, Y, Z, damit wir aus 4 Konzepten eins machen können oder uns zumindest ein bisschen annähern. Ja? Wenn wir richtige Fragen nicht hinbekommen, wie sollen es dann die 8 Milliarden kapitalistisch Deformierten hinbekommen, die rumlaufen und sagen, schön, was der andere redet, aber ich habe recht, ich weiß alles und brauche keine Frag, da ich doch schon der Schlaueste bin und im Besitz der Wahrheit. Lasst uns ab Montag und ab sofort hier mit richtiger Frag beginnen. Ich fange an und frage ins Frag-Forum hier und in allen Wandelgespräche, Sams und Montalks hinein. Sagt ihr mir, also das frage ich jetzt auch wirklich, also ich frage euch, Lucky, Walter, und alle, die da sind, frage ich, auch Öffi, sagt mir, wo ihr vermutet, dass ich durch die Kapitalismussparten A, B, C, also 3 vielleicht oder 5 oder 2 oder 1, zum Opfer der üblichen kapitalistischen Gehirnwäsche gemacht wurde, durch die vorteilbringenden Irrtümer VIs XYZ.
damit wir eben uns wenigstens annähern können und vielleicht sogar irgendwann tatsächlich aus vier Konzepten eins machen können, also und vielleicht da wirklich vorankommen. Ja, das war jetzt mein erster Aspekt. Und nachher, also oder jetzt kann ich vielleicht höchstens die ersten Sätze beginnen. Das habe ich jetzt gelesen und das, was nachher dann drankommt, ist das, was ich jetzt hier nur noch mal andeute in dieser Runde. Hier, ja, ihr wisst ja, ich glaube ja, dass die GWO-Diskussion die letzte Chance der Menschheit ist. Das Wahlbündnis übrigens zur Information. Die ersten zwei Firmen haben also in der letzten Woche über 1.000 Euro bekommen aus unseren Spenden hier intern. Und die fangen morgen an, die Parteien und die Initiativen anzurufen für das Wahlbündnis. Aber wie gesagt, darauf setze ich nicht so sehr. Ich setze auf diese GWÖ-GWO-Diskussion. Und dann ist das Entscheidende, das ich nachher vorlesen werde. Aber das verschiebe ich dann auf meine nächste Runde. Dieses Sie sind anderer Meinung, da geht es jetzt also da um die neue Seite, ich als Gehirnwäscheopfer, das ist dann das Thema, was mich in der nächsten Runde beschäftigen wird. Was ist mit uns als Opfer von Gehirnwäsche, die der Kapitalismus, vielleicht noch ein Satz dazu, Kapitalismus besteht aus naturwissenschaftlicher Sicht, ausschließlich aus Irrtümern. Überall schwirren eigentlich nur Irrtümer rum. Und wenn ab und zu mal irgendwo eine Wahrheit ist, dann ist das eigentlich die absolute Ausnahme. Denn Manipulation, Propaganda, Gehirnwäsche ist eigentlich das Wesen des gesamten Kapitalismus. So, es piepst und ich mache auch Schluss. Und ich gebe weiter an den Nächsten. Das ist traditionell der Lucky, ne? Der kann sich schon mal bereit machen. Und ich gehe wieder auf unser Bild zurück. Wo ist Lucky? Dann mache ich Lucky groß. Wo ist Lucky? Moment. Lucky. Oh, jetzt habe ich wohl einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich irgendeinen Ohne Mist. Kamera? Ich habe keine Kamera an. Ohne Kamera wird es mich wohl nicht finden. Er zeigt eine Kamera an. Ja, jetzt habe ich dich schon mal groß gemacht, aber irgendwas habe ich hier verkehrt gemacht. Ach so. Ich mache die Galerieansicht. Ja, jetzt ist irgendwas ist falsch. Ich habe jetzt irgendeinen Mist gebaut, aber im Prinzip, Luki, irgendwie. Ich glaube, du hast kein Bild von mir auch. Ich glaube, du hast kein Bild. Doch, ich habe dein Bild. Ich sehe hier alles von dir. Nein, ich habe hier nur irgendeinen Fehler gemacht. Ich lasse es mal so. So ist gut und dann mache ich dich groß. Dann sehen dich auch die Live-Zuschauer besser. Oder bist du das jetzt gar nicht, Luki? Doch, ich bin es hier. Doch, das Bild ist heute so hell, ne? Schön. Ja, nee, der winkt, das bin ich. Der winkt. Also, Luki, du weißt, in 2 Sekunden kannst du anfangen zu reden. 21, 22. Ich komme gerade wieder mit einem guten Gefühl von der AG-Weltreferendum zur Beseitigung des globalen Finanz- und Weltsystems. Hat Spaß gemacht, zumal wir da auch die Unterschiede, die wir noch hatten, das, was du auch angesprochen hast gerade eben, Dylan, wir schon geschafft haben, eben uns anzunähern. Und vor allen Dingen, was ich ja auch immer versuche oder was ich sehr wichtig finde, die Gemeinsamkeiten herauszustreichen, wo wir eigentlich Gemeinsamkeiten haben. Und deswegen bin ich da ein bisschen anderer Auffassung als du, Dylan, dass es für mich nicht so wichtig ist, dass wir manipuliert werden und dass uns das Geld entsprechend deformiert, weil der Kapitalismus insgesamt deformiert. Das ist klar, wozu natürlich auch eine gewisse Manipulation gehört, die nicht über den Kopf geht, sondern halt auch über die Fühle geht. Das ist schon klar. Was ich finde, jetzt nicht so viel Energie oder ich finde es nicht so wichtig, so viel Energie reinzustecken, jetzt nachzuweisen, welchen Irrtum hast du oder dem fällst du rein, welchen Irrtum fall ich rein. Erstens finde ich das mal schwierig, weil im Gegensatz zur Wissenschaft glaube ich, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Hatten wir schon mal die Diskussion früher, wo du auch ausgestiegen bist und dann wieder zurückgekommen bist oder wo dann auch Konflikte gab.
Weil, wie gesagt, das Glas ist halb leer, halb voll. Du kannst zwar sagen, wissenschaftlich jetzt sind 0,25 drin, aber trotzdem ist es also im Empfinden, wie gesagt, halb leer, beim einen halb voll. Und da ist Quatsch, finde ich, sich den Kopf zu zerbrechen, beziehungsweise wie auf ein krankes Pferd einzureden, dass es jetzt wirklich halb voll ist. Ja? Und du bleibst aber bei halb leer und dann klopfen wir uns den Kopf ein und bringt uns nicht weiter. Ja? Sondern wir sollten eher überlegen, was wir mit dem Inhalt machen. Das ist ideal, wie es ein halb voll oder halb leer ist, was wir damit machen. Wie können wir das irgendwie am besten nutzen, den Inhalt? Das finde ich für mich also wichtiger. Und da sehe ich mir so auf Menschenbild, also oder ethische Vorstellungen oder moralische, was auch Öffi mal sagt, das finde ich also viel wichtiger, dass wir das als verbindendes Element sehen. Und ich jetzt mit dir einen Streit, ob wir den Bolo-Bulls ähnlich sind oder eigentlich genauso sind wie die Bolo-Bulls und bei dir zu machen, müssen wir das auch so machen. Da hast du ja schon mitgekriegt, halt mit einigen Sachen eine andere Auffassung, aber ich finde das nicht so wichtig. Ja, ich finde das nicht so wichtig, sondern wir sollten eher die gemeinsamen Sachen sind, machen. Und da sehe ich zum Beispiel dieses Wahlbündnis als Ziel, weil wir wollen Öffentlichkeit, Arbeit, wir wollen unsere Ideen, auch wenn da nur Angsten, ich sage, für mich sind das nur Angsten, ja, ob wir nun von den Bolobus abstammen oder nicht. Wichtig ist, finde ich, dass wir den Kapitalismus abschaffen. Und da ist für mich nicht so wichtig, das rauszukriegen, inwieweit wir noch Ähnlichkeiten mit den Bolobus haben. Und deswegen ist für mich eher so, wie können wir zum Beispiel unser nächstes Ziel, dieses Wahlbündnis, wie können wir da eigentlich so eine Öffentlichkeit schaffen? Und dann, wie gesagt, glaube ich auch, dass wir ganz viel von moralischen Sachen, also mit Verantwortung übernehmen, mit Kooperation und so weiter, dass wir da ganz viele Gemeinsamkeiten haben, also zumindest bei allen Teilnehmern, habe ich das hier mal gesehen, der Wandelbedürfnisse, dass wir auf sowas hinaus wollen, auf so eine Gesellschaft eben von Verantwortung und Gemeinschaft sind. Und da sollten wir eher, finde ich, das herausstreichen. Und deswegen bin ich jetzt nicht so ein Fan, bis auf diese Andeutung als Beispiel jetzt mit den Bolobus, wo ich so einen Unterschied sehe, wo ich das auch, wie gesagt, nicht so sinnvoll finde, dass wir da unsere Zeit und Energie verschwenden, uns gegenseitig nachzuweisen, wo wir wie die reinfallen im Kapitalismus. Weil ich glaube auch, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, ich glaube auch, dass wenn wir auch mehr werden wollen, dass die wenigsten Menschen das so gut finden. Ja, wenn sozusagen nachgewiesen wird, ey, du irrst dann, bist du Hirnwäsche, ist ja auch die Vokabel, die ja ein paar Mal aufgefallen ist, du bist für Hirn gewaschen worden und blickst nicht richtig durch und hast da ein Irrtum und da hast du auch noch ein Irrtum und da hast du auch noch ein Irrtum. Das ist also so, wie wir geprägt sind hier in dieser Gesellschaft, ist das nicht so, was die Menschen gerade scharf drauf sind zu hören. Da musst du schon ein Stück weit ein gesundes Selbstbewusstsein haben und richtig Interesse daran haben. Und eben, wie gesagt, auch stabil in dich ruhen, um dir in Ruhe anzuhören und dafür auch offen zu sein und zu sagen, oh, das stimmt, habe ich nicht gesehen, werde ich es ändern. Die meisten reagieren ein Stück weit damit auf Ablehnung und fühlen sich erstmal vom Kopf geknallt. Und deswegen ist, glaube ich, wenn wir, was der Ziel ist, wenn ich das richtig verstehe, dass wir mehr Leute erreichen wollen, ist, glaube ich, nicht die Strategie, den möglichst vielen Fehlern nachzuweisen. Wir können damit Vorbild vorangehen, was du gerade auch gemacht hast, sicher sehr lobenswert und sehr mutig. Aber ich glaube, da schrecken wir die meisten ab. Die haben davor Angst und sind nicht offen für so weit, dass ihnen Fehler nachgewiesen werden. Sondern wir müssen ihnen sagen, was in unserer Gesellschaft, was sie, warum sie bessere Gefühle kriegen, wo das sein könnte. Und da können wir vielleicht ein paar Beispiele sagen. Dann in der Kommune dies und jenes erlebt. Oder stellt euch mal vor, was dann meine Standardfrage mal ist, stell dir vor, eine Gesellschaft, wo du die Tätigkeit, die du für die Gemeinschaft machen würdest, was heute sozusagen sogenannte Lohnarbeit ist, stell dir vor, du könntest es frei auswählen. Du könntest es frei auswählen, die Tätigkeit und die Zeit der Tätigkeit. Ich glaube, so über diesen Ansatz, da horchen alle auf. Da horchen alle auf und sagen, oh echt, könnte man auch so, mach den Satz mal rund. Ja, da hätte ich gleich was ich mir schon immer machen wollte, weil ich mir vorstelle, das würde ich gerne machen. Also da können wir, glaube ich, mehr Leute ansprechen, als ihnen, wie gesagt, nachzuweisen, meinst du nicht, dass du dich da und da irrst, dass du da der Hirnwäsche reinfällst. Ja, und gehen wir gleich weiter, weil ich das schon ein bisschen angedeutet habe, von wo ich gerade komme, von der AG. Da habe ich sozusagen Eberhard mitgebracht oder überredet, mal hier reinzuhorchen. Und von daher, Eberhard, wollte dir jetzt das Wort geben. Hast du schon mitgekriegt, hast 4 Minuten Zeit und dann piept es und dann ist mal so ein Reel, dass du dann langsam zum Schluss kommst. Okay, ich gebe weiter an Eberhard und mache mein Mikro aus. Hallo. Ja, ich versuche mal, was beizutragen. Ich weiß zwar im Moment, ich kann mir noch kein so sehr gutes Bild machen,
um was es hier genau geht. Aber ich versuche einfach mal was einzuwerfen. Es ging ja vorhin, fielen ja die Bemerkungen Marx und Kapitalismus. Und ich will jetzt einfach mal behaupten, dass die Definition von Arbeit, die zum Beispiel Marx auch verwendet hat, vollkommen falsch ist. Marx ist ja, geht ja davon aus, oder überhaupt, wir gehen ja eigentlich davon aus, die heutige Ökonomie, dass man Arbeit tauschen kann gegen Geld. Es ist so, wenn man etwas tauscht, das bedeutet ja, man gibt etwas und man bekommt etwas. Aber Arbeit ist ja nichts, was man ein Stück von mir, was ich weggeben kann und ich bekomme Geld dafür. Das geht ja eigentlich gar nicht. Arbeit ist ja eigentlich was, was etwas verändert. Es ist kein Gegenstand. Arbeit ist das Talent, was wir bekommen haben im Laufe der Schöpfung, was nur wir bekommen haben als Menschen, das uns in die Lage versetzt, Dinge gezielt zu verändern, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen. Aber das ist nichts, was man tauschen kann gegen Geld. Deswegen stimmt dieses ganze System nicht, was Marx uns auch hier hingestellt hat mit seinen ganzen Schriften, dass man Arbeit gegen Ware tauscht oder Arbeit gegen Geld tauscht oder wie auch immer. Sowas geht überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel, ich schaffe eine Skulptur, ich schnitze an einem Stück Holz. Das bedeutet, ich kreiere was, ich schaffe was, aber ich gebe diesem Stück Holz nichts, was dann der Käufer von dieser Skulptur bekommt. Der bekommt die gestaltete Skulptur, aber der bekommt nicht irgendwas, was ich ihm als, sagen wir mal, Arbeit überreicht habe. Und wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, wenn es keine Arbeit gibt, dann kann es natürlich auch kein Geld geben. Weil es kann ja nicht das eine geben und das andere nicht. Deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen in unserem Weltreferendum, dass man das Geld ganz und gar abschaffen kann und dass sich dann überhaupt nichts verändert. Wir schaffen, wir bekommen Dinge von der Natur, wir gestalten diese Dinge, verschenken sie weiter und dafür ist überhaupt kein Geld notwendig. Deswegen wollen wir das Geld abschaffen und ja, jetzt sind wir auf der Suche, wie das am besten geht. Denn wenn ich euch jetzt frage, ob ihr das Geld abschaffen wollt, werde ich wahrscheinlich wenig Zustimmung bekommen. So ist das. Ja, danke schön. Dann kann ich ja mal weitermachen. Eberhard, danke. Wir müssen die Zeit ja nicht völlig ausschöpfen. Die 4 Minuten, bis es piept. Ich kann mich mal versuchen, kurz zu zeigen. Scheinbar geht es nicht. Ich sehe doch. Okay. Ja, Eberhard und Luki haben etliche Punkte genannt, auf die ich schon theoretisch eingehen könnte. Aber Eberhard fragte, was sind die Wandelgespräche überhaupt? Letztlich
müssen wir gar nicht thematisch aufeinander aufbauen, sondern können unabhängige Beiträge geben. So ist meine Auffassung der Wandelgespräche, weil wir thematisch weder abgesprochen sind, noch darauf angewiesen, dass wir zu gleichen Themen arbeiten, weil ja jeder für sich Vorstellungen vom Wandel hat, vom individuellen, persönlichen Wandel, vom gesellschaftlichen Wandel, vom globalen Wandel. Und wir möchten ja sowohl individuell als auch kollektiv, sagen wir mal, einen Wandel zum Guten, zum Friedlichen und zum Freundschaftlichen hervorrufen. Das sehe ich so als gemeinsamen Nenner, dass wir natürlich nicht nur Wandel wollen, sondern Wandel zum Positiven. Wobei wir in dieser Zeit ja mal gerade wieder hier kriegerische Auseinandersetzungen von der Tagesschau ständig präsentiert bekommen. Das heißt, das ist ja ein Wandel ins Negative. Wobei natürlich unser Anspruch ist, wenn wir wandeln wollen, soll es ein positiver Wandel sein, der uns kollektiv als auch der nächsten Generation nützt und ihnen nicht schadet. Und mein Thema heute Abend ist dann daraufhin so ein bisschen die Authentizität des Individuums. Damit knüpfe ich so ein bisschen auch an Öffis Thema an, der ja für die freie Argumentekultur eintritt. Und Argumente werden ja natürlich von Individuen geäußert, nicht von Gruppen oder von Parteien, sondern letztlich höchstens im Namen von Gruppen, trotzdem dennoch von Individuen. Und da beginnt es dann mal schon mit der Authentizität etwas fraglich oder kritisch zu werden, weil niemand mit vollem Recht für Gruppen sprechen kann. Also schon wenn 2, 3, 4, 5, geschweige denn 500, 5000, 50.000 Menschen eine Partei oder eine Gruppe bilden, gibt es letztlich keine Ansicht mehr mit völliger Einhelligkeit. Obwohl natürlich Staatschefs oder Vereinsvorsitzende oder jegliche Gruppensprecher das ja gerne voraussetzen, dass sie im Einklang sind mit allen Beteiligten, für die sie sprechen. Das kann theoretisch schon mal gar nicht gegeben sein. Und deswegen sagen wir in kleinen Gemeinschaften oder Wohngemeinschaften oder Ökodörfern auch, sprich nur von dir selbst, sprich über dich selbst, sprich nicht für uns. Das gelingt einfach nicht. Wir kommen in kleinen und mittleren Gruppen wirklich am besten zurande, wenn jeder von sich, von seiner ganz individuellen Position heraus spricht und sagt, das gilt für mich und so wünsche ich es mir oder so stelle ich es mir vor. Und das ist dann die einzige Authentizität, die wir wirklich vertreten können, die jeder Mensch wirklich vertreten kann, nämlich bei sich zu bleiben, seine eigenen Gedanken zu äußern, sein eigenes Gefühl darzulegen. Und dann kann jeder Hörer oder jeder Teilnehmer auch sagen, da gehe ich mit oder in den und den Punkten widerspreche ich oder sehe ich es etwas anders. Ja, so viel zu meinem ersten Modul. Ich gebe dann auch weiter. Ja, wie sieht es aus? Haben wir noch mehr? Ist der Henning da oder so? Oder sonst würde ich übernehmen und weitermachen? Wenn keiner Piep sagt, ich warte noch ein paar Sekunden, mache ich dann weiter. Ja, gut. Also für den Neuling auch nochmal
was ist so der Faden, um den es hier auch bei den Wandelgesprächen geht? Ich sagte schon, alle Menschen können mit allen hier über alles freundlich sprechen. Das ist eine Besonderheit, weil ansonsten gibt es immer die eingezäunten Kommunikationsfelder, sag ich mal. Das Thema wird vorgegeben, der Kreis an Menschen und worüber die dann miteinander ins Gespräch kommen. Oder es geht sowieso um bestimmte konkrete Aktionen, Veranstaltungen, was weiß ich. Aber so ein freier Raum, in dem man einfach schauen könnte, wir können über alles reden, worüber ist am besten zu reden. Ja, das ist hab ich vorher sonst nicht angetroffen. Das heißt, es gibt Räume, die sagen, sie sind so, aber das sind dann oft Plauderräume. Und wenn man dann hingeht und stellt jetzt die Frage, können wir auch über heikle Themen sprechen und wie sieht das damit aus? Also bei Corona war das ja ein ganz heißes Ding, wo man damit rechnen musste, dass dann vielleicht der schöne, nette Kommunikationsraum, das Sofa, auf dem man sozusagen gesessen hat, abgeschaltet würde. Dann wird das schon heikel und dann sagen die Leute, ja, wir möchten gerne plaudern, aber so die heiklen Sachen lieber nicht. Und da merkt man ja dann, dass es an Grenzen stößt, dieser Versuch, eine freie Argumentekultur zu schaffen. Und hier bei uns ist das dann der Grund, dass wir das genau zum Thema machen. Also, dass wir überlegen, wann ist die freie Argumentekultur jetzt echt und ernsthaft? Also auch so, dass sie nicht nach 2, 3 Gesprächen von innen her entgleist, indem jetzt, was weiß ich, der Gründer sagt, ja, aber jetzt will ich doch, dass über das geredet wird, was mir gefällt, ne? Und das, was mir nicht gefällt, das wird benachteiligt oder so. Also von innen kann das entgleisen, auch dadurch, dass vielleicht irgendwelche Teilnehmer Ideologien ganz starr vertreten und andere unterbuttern wollen. Aber es kann auch von außen entgleisen, indem der Staat eben sagen würde, wie wir es bei Corona ja deutlich gesehen haben, also wenn hier unliebsame Dinge gesagt werden, dann werdet ihr abgeschaltet, dann nehmen wir euch die Resonanz oder die Reichweite. Also in beide Richtungen würden wir dann sagen, muss man überlegen, wie kann man also Methoden und Sicherungsmechanismen schaffen, die die freie Argumentekultur erst so echt und ernsthaft werden lassen und sie nicht abwürgbar machen, weder von innen noch von außen. Und also ich glaube, da gibt es dann Methoden für. Also allein, dass man erstmal sich entscheidet schon zu sagen, wir praktizieren freie Argumentekultur in dem Sinne, dass ohne vormundschaftliches Vorfiltern oder Vorzensieren alle Inhalte in den Blick kommen können. Dieses schöne Ideal auch in der Gesellschaft des Beutelsbacher Konsenses, ein Demokratieideal, dass wenn wir davon ausgehen, dass der Bürger oder der Wähler, dass der eigentliche Souverän sein soll und die letzte Instanz, dann muss der auch den Überblick über die Wahlalternativen, über die Informationen und Wahlalternativen haben können. Sonst ist er nicht der letzte Souverän oder Wähler, sondern andere haben so schon vorgewählt sozusagen, dass er gar nicht alle Möglichkeiten der Auswahl überhaupt hat. Und er ist sozusagen schon eng geführt an einem ideologischen und Zensurzügel. Also das, alle Inhalte sollen so sichtbar werden. Und dann der Anspruch eben auch, also als zweites Kriterium, es soll wirklich nach Argumentequalität gehen, statt nicht argumentativer Manipulation irgendwelcher Art. Also das kann Macht, Geld, Einfluss sein, Lobbys, Willkür. Es kann auch Gruppenwillkür sein, ne? Also ich habe es mal erlebt in einem Seminar der Friedens- und Konfliktforschung an der Universität. Und die Leute haben am Anfang gesagt, ja, wir können jetzt hier frei diskutieren und wir gucken einfach auch, was ist in der Sache denn jetzt wie wichtig. Und dann hat meine Frau, die zum Beispiel auch ja das Verhältnis Frieden zwischen Mensch und Tier und Mensch und Natur wichtig findet, hat an irgendeiner Stelle gefragt, wie sieht das denn jetzt hier aus? Wollen wir nicht auch dieses Thema mal ansprechen oder behandeln? Und dann haben die alle gemeint, da, für das Geld, da kriegt man keine Fördermittel oder das ergibt nichts. Also wir müssen hier bei Friedens- und Konfliktforschung müssen wir gucken. Also zum Beispiel ESSO finanziert uns weiter da in, was weiß ich, Weißrussland, so ein Forschungszentrum für Konflikte und sowas. Also was die Förderer machen, denn wir wollen ja alle unsere Brötchen verdienen. Und dann haben die das einfach weggebügelt, ne, aus diesen ganz alltäglichen und allgemein verbreiteten Motiven, womit kann man Geld verdienen.
Ich habe das Piepen gehört, Dankeschön. Ich mache noch rund. Also das sind so nach innen die Dinge. Alle Informationen, Wahlalternativen sollen sichtbar werden. Es soll nach Argumentequalität gehen. Und wenn das eben zu problematisch ist und da sind Leute zu sehr verschiedener Meinung oder es würde so einen Streit geben, dann wendet man gewaltfreie Kommunikation und Konfliktkultur an. Also auch, dass die zwei miteinander eine Mediation machen können und dass sie gestuft immer mehr Dritte dazu nehmen können, bis es notfalls vor die gesamte Entscheidungsgemeinschaft kommt. Ich setze jetzt mal voraus, man hat sowas, ist ganz wertvoll im Leben, wenn man weiß, zu welchem Stamm oder welcher Entscheidungsgemeinschaft man überhaupt gehört. Denn sonst ist diese Funktion immer beim Staat, wenn man sich das nicht selber schafft. Okay, also das ist das dann, bis es vor die Gesamtgemeinschaft, die Entscheidungsgemeinschaft kommt. Und dann könnte entschieden werden, ob man sich vielleicht trennen muss, auch weil das gar nicht zusammenpasst. Aber auch das kann man ja auf möglichst harmonische Weise, wie Zellteilung, versuchen zu machen. So, und als letztes noch nach außen. Dem Staat gegenüber kann man sagen, lieber Staat, du hast eigentlich die Aufgabe, solche demokratische Bildung, Meinungsbildung, Informationsmöglichkeit zu schaffen. Das müsste dir ganz viel wert sein. Also überleg bitte mit, wie können wir so eine freie Argumente-Kulturplattform schützen, davor, dass sie von außen abgewürgt wird, auch durch deine, lieber Staat, willkürlichen Gewaltmaßnahmen, der du ja durch das Gewaltmonopol die gefährlichste, gewaltgefährlichste Größe im ganzen Spiel bist. Ne? Und das könnte so gesichert werden, dass man eben eine Bühne schafft, die so sichtbar ist in der Gesellschaft, so relevant und so abgesichert, durch ihre Freiheit garantierende Instanzen, auch staatliche Instanzen, dass es nicht möglich ist, dass irgendwelche Unternehmensbosse oder Staatsvertreter hinter der Ecke sozusagen im Gummihammer einmal draufhauen und dann ist Stille im Karton. Ja, also ich kenne keine Plattform, die auch die heiklen Sachen so wirklich zulassen will und wo man solche Methoden und Sicherungsmechanismen überlegt, womit das auch klappen könnte. Ne? Ich lasse offen, ob wir es schaffen oder ob der Gummihammer irgendwann zu schnell und zu stark kommt. Aber das sind Konzepte, die sind effizient. Die würden es bringen können, wenn wir Menschen nicht aus Willkür es doch anders machen wollen. Gut, beim nächsten Mal gehe ich noch genauer dann ein, auch auf das, was der Dylan gesagt hat. Weil ich bin der Ansicht, also zwischen mir und dir, Dylan, ist ja schon also vieles an Schnittmenge da. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, also auch GWO, GWÖ, also ich mache dafür Werbung. Ich bin der Ansicht, wir brauchen dringend ein mindestens lokales Modellexperiment, damit die Ausstrahlung so richtig zur Geltung kommen kann. Also ich tue dafür gerne, was in meinen Möglichkeiten besteht oder auch Leute mitzusuchen, mit denen man sowas überhaupt experimentieren könnte. Beim nächsten Mal gehe ich noch genauer drauf ein, wie weit da schon weite Bereiche sind, die eine Einheit schon darstellen. Und was ich auch von den anderen vielleicht zum Teil eben noch mir wünschen könnte, oder wo ich Stellen sehe, wo es noch stärker werden könnte. Oder gerne natürlich selbst auch bereit bin, wenn ihr mir das sagt, wo die Kooperation noch stärker werden kann, das dann da so zu machen. Okay, damit gebe ich erstmal wieder weiter an den Bild. Ja, jetzt habe ich also quasi, jetzt hört ihr mich wieder, jetzt muss ich hier wieder Regie, Fernsehregie technisch arbeiten. Ja, wo ist es? Ja, ich wollte so beginnen. Ja, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Jetzt kann ich beginnen. Ja. So, also GWÖ, GWO-Diskussion bringt uns ein kooperatives System zum ersten Mal und ist für mich ja die notwendige Übergangsstufe, weil ich mir ja in meiner Vorstellung sozusagen sage, am Ende des Prozesses kann ich mir sogar vorstellen, dass Tauschhandel und Geld wieder abgeschafft werden, weil vielleicht brauchen wir das dann gar nicht mehr, weil wir nicht mehr gütersüchtig sind, also nicht mehr Tauschhandel brauchen, um Güter, viele Güter zu kriegen. Und ja, also von daher sehe ich das als Endergebnis möglich, aber bloß nicht, das ist so meine Sichtweise, nicht als erstes. Das ist einfach für mich zu riskant. Ja. So, und dann, wenn ich das sage, dann schreibe ich jetzt hier, habe ich als Gastschreiber hier geschrieben auf dieser Seite, weil ich ja einer der Hauptberater dieser Partei bin. Sie sind anderer Meinung. Karl Marx hat die tatsächliche Schädlichkeit von Kapitalismus bzw. Marktwirtschaft total verharmlost. Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus ist in Wahrheit der ganz, ganz große und ständige Gehirnwäscher.
ist also identisch mit unendlicher Propaganda, Manipulation, Werbung, also mit unendlicher Irrtumsverbreitung. Viele Sparten und eben nicht nur die Konzerne senden vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer Viren des Geistes, irrationale Kognitionen aus, die uns zu Welt- und Menschenbildern, Konzepten, politischen Entscheidungen, Lösungsentwürfen, politischen Aktionen und so weiter hin manipulieren, die nur diesen Sparten große Vorteile bringen können, allen anderen Menschen aber riesige Schäden zufügen bis hin zum Untergang des Landes. Also mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Ich bin der Meinung, dass gerade die Politik dabei ist, den Deutschland in ein armes Land zu verwandeln, weil überall so viele vorteilbringende Irrtümer sind, dass das so nicht geht. Ja? Streicht man all die vorteilbringenden Irrtümer aller Sparten mal weg, was Ihnen jetzt wahrscheinlich noch nicht gelingen wird, dann bleibt nur noch die GWÖ-GWO-Diskussion übrig als das Realistischste, was wir auf dieser Erde haben, als Übergangsform. Denn auch die GWÖ- und GWO-Diskussion führt am Ende zu Kommunenlebensweisen, die eventuell ganz ohne Tauschhandel und ohne Geld auskommen. Aber wenn Sie Tauschhandel praktizieren, müssen Sie wieder GWO-Prinzipien berücksichtigen, nämlich dass gutes Tun belohnt wird und Profite auf Kosten der Menschen unterbunden werden, was im Kapitalismus die Regel ist und nicht die Ausnahme. Ja? Und Sie sollten jetzt diesen Exkurs in Selbstentmanipulierung und Befreiung von kapitalistischer Gehirnwäsche und Propaganda gründlich studieren. Die größte neue Erkenntnis der Wissenschaft ist, dass wir alle uns als Gehirnwäscheopfer verstehen müssen, wenn die Menschheit noch eine Chance haben soll. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht Opfer dieser Gehirnwäsche ist. Es ist keine Schande, dem zum Opfer zu fallen. Es geht uns allen so, mindestens jahrzehntelang. Ich habe bis zum 35. Lebensjahr war ich Opfer der Propaganda der Gesundheitssparte, meiner eigenen Sparte, ja? Steigen Sie jetzt aus dem Opfersein, lesen Sie hier weiter und da klicke ich jetzt drauf und dann bin ich nämlich hier. Ich als Gehirnwäscheopfer. Wir sind uns im Klaren darüber, dass Sie bei uns all die beliebten, für wahr gehaltenen Irrtümer vermissen, die im Kapitalismus, Marktwirtschaft so herumschwirren. Das ist die große Schwäche eines Wahlprogramms, das versucht, nur aus Wahrheiten zu bestehen. Da sind Ihnen vielleicht andere Parteien sympathischer, da Sie Ihnen mit vielen vertrauten und geliebten Irrtümern entgegenkommen. Wir können das nicht. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Also sollten Sie sich fragen, sind Sie oder bin ich ein Supermensch, der immun ist gegen all die Manipulationen, Gehirnwäsche, Propaganda von allen Seiten, Sparten, aus denen die Marktwirtschaft, der Kapitalismus zwangsläufig bestehen müssen? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es kann keine Weltrettung geben, wenn nicht wenigstens der denkende Teil der Menschheit ständig, es piepst, ich mache nur noch rund, ständig überall die alles entscheidende Gretchenfrage stellt. Sagt ihr mir, das, wo ihr vermutet und so weiter, das habe ich vorhin schon vorgelesen und da mache ich nur noch diesen Satz für diese Runde. Wenn wir Denkenden das nicht hinbekommen, wie sollen es dann die 8 Milliarden kapitalistisch Deformierten hinbekommen, die rumlaufen und sagen, schön, was der andere redet, aber ich habe recht, ich weiß alles und brauche keine Hinterfragungsdiskussionen, da ich doch schon der Schlauste bin und im Besitz der Wahrheit. Genau das unterrichtet der Kapitalismus. Nur in der kapitalistischen marktwirtschaftlichen Gesellschaft kommt es dazu, dass 8 Milliarden Menschen meinen, in allen wesentlichen Fragen schon im Besitz umfassender Wahrheit zu sein. Und genau das führt zur unendlichen Zerspaltung und dadurch gibt es nie eine Einigkeit. Und ich gebe weiter, aber erst muss ich wieder die Fernsehtechnik machen. Es dauert eine Sekunde. Regie bitte, Fernsehregie, damit auch alles klappt. Wo ist es? In 3 Sekunden kann der nächste
wieder sprechen und ich glaube, das ist der Lucky, dann kann ich schon mal groß machen. Ne? So, Lucky, 3 Sekunden, geht's los. Okay. Gut, dann mache ich weiter. Ja, passt auch sehr gut, weil ich gerade ja schon beim ersten Beitrag dargestellt, dass ich nicht so viel davon halte. Jetzt 8 Milliarden nachzuweisen, wo sie reinfallen. Ich will mit den 8 Milliarden reden, wie können sie glücklicher werden? Wie können sie glücklicher werden und wie können wir das zusammen machen? Wo sind die Gemeinsamkeiten oder wo kann man so eine gemeinsame Linie finden, um glücklicher zu werden? Und dabei hast du, denke ich, mehr Chancen, auf so was gemeinsam mitzukommen. Natürlich hatten wir schon mal früher, hat der Öffi ja schon mal angedeutet, naja, was heißt Glück? Glück ist sozusagen, wenn ich die Erde kaputt mache oder so und so viel mit 300 über die Autobahn fahre und den SUV fahre und so weiter, dann bin ich auch glücklich und dass das ja für die Gemeinschaft nicht so sinnvoll ist. Da ist ja durchaus richtig, dass sozusagen Glück immer ziemlich subjektiv ist. Aber eben für mich ist eben dieser Umbau der Gesellschaft nach Tätigkeiten, und damit meine ich jetzt sozusagen nicht die, was wir heute haben, die Lohnarbeit, die ein Stück weit fremdbestimmt ist, nicht ein Stück weit, sondern eigentlich zum überwiegenden Teil, sondern eben diese frei gewählte Tätigkeiten. Und da ist eben bei der heutigen Digitalisierung, hatte ich auch schon mal gesagt, denke ich, ist es möglich, eben rauszukriegen, dass alle Menschen ein Mindestmaß an Arbeit, wie gesagt, freie Welt der Tätigkeit, von daher ist Arbeit der falsche Ausdruck oder Arbeit in Anführungsstriche, wenn ich jetzt sage, für die Gemeinschaft machen können und alle Grundbedürfnisse, zumindest von alle 8 Milliarden Menschen, vielleicht mit, ein Freund von mir hat dann eine 5-Stunden-Woche mal gesagt, hat ausgerechnet, was da an Arbeitskräfte frei werden würden, wenn diese ganzen Bullshit-Jobs wegfallen würden. Dann könnten also die ganzen, was heute Börse, Banker ist, Bürotätigkeiten, 60% mit Tätigkeiten, die mit Löhne zusammenhängen, mit Fahrtkostenabrechnung und Finanzanträge stellen, nur halt wegfallen. Es werden also ganz viele Arbeitskapazitäten frei, die im sozialen, pflegerischen Bereich und sonst wo, oder einfach die Leute auch mehr Zeit haben. Zeit ist ja nicht mehr Geld, sondern Zeit ist Muße. Und Kommunikation, sich mit anderen zu kümmern, mit anderen zu reden, mit anderen zusammen was zu machen. Wie ja Ebert richtig aufgeführt hat, der Mensch ist kreativ, das macht den Menschen aus. Der hat Lust zu gestalten, zu verändern, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, indem er sich verwirklicht und damit also auch was für die Allgemeinheit tut. Und deswegen merke ich immer mehr, dass ich da so eine gewisse Distanz oder Abwehrhalte habe, wenn auf dieser rationellen Ebene, wer hat nun Recht, ja, und welcher, wo ist es ein alten Irrtum? Weil ich denke, viele Irrtümer, das hast du indirekt auch schon gesagt, Dylan, viele Irrtümer, diese Manipulationssachen und so weiter, die beruhen noch einfach oder basieren auf dem, dass wir ein Geldsystem haben. Und wenn wir ein Geldsystem nicht mehr haben, denke ich, werden auch viele, was du immer so beschreibst, als vorteilbringende Irrtümer, die fallen dann einfach alle weg. Die fallen dann weg und von daher habe ich eben mehr daran Interesse, so mehr über die führen oder da mehr anzusprechen, als auf dieser rationalen Ebene, wo ich, wie gesagt, auch immer merke, heutzutage wollen die wenigsten Menschen wissen, wo sie sich irren, sondern die wollen irgendwie was, wo haben sie weniger Ängste, wo werden ihnen Ängste genommen und wo können sie ein Stück weit glücklicher sein, dass es mehr ansprechbar ist, dass darüber sozusagen du einen Zugang zu Menschen kriegst. Ja, mache ich noch einen Satz? Nee, ich bin damit fertig und gebe dann weiter an Ebert. Ach, Henning ist neu gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo der eine flechtet wird oder eine flochten wird. Ansonsten von der Reihenfolge wäre erstmal Ebert dran, aber vielleicht kommt der Henning davor, weiß ich jetzt nicht. Was denkst du denn?
Also die Regie, also Öffi, ihr müsst euch kümmern. Ich habe so viel mit der Fernsehregie zu tun. Ihr müsst euch kümmern, wenn ihr die Reihenfolge gestaltet und wer als Nächster dran ist. Ihr könnt ja immer gucken, wer da ist. Der zum Beispiel ist der Dings schon gar nicht mehr da. Ne? Der wäre jetzt Walter dran und dann könnt ihr vielleicht Henning öffnen. Nee, Henning war noch nicht dran, weil wir waren ja schon zweimal dran, dann würde ich sagen, Henning jetzt. Dann kommt jetzt Henning und danach dann Walter. Das ist mein Vorschlag. Ja, wie also FF muss das ja letztendlich nochmal entscheiden. Also wie gesagt, solche Sachen, ich bin schon überlastet mit der Fernsehregie. Also, Öffi, also können wir Henning, nicht mal... Henning und Walter und dann geht's weiter. Wer da dann ist dann noch? Henning, bist du bereit? Dann kannst du jetzt in die Reihe einspringen für Eberhard. Ich bin gerade neu dazugekommen. Ich hatte ein Problem mit dem Zugang. Ich musste Zoom neu installieren, aber... ich würde sagen, ich gebe erstmal weiter. Ich muss erstmal klarkommen hier. Ich bin noch am Einstellen. Okay, dann mache ich weiter. Dann könnt Öffi und dann könntest du, wenn du dann schon soweit bist. Ja, ich hatte heute dieses Thema Authentizität. Was kann das überhaupt bedeuten, wenn man Privatperson ist und in seiner Familie vielleicht, dann ist es möglich, ein hohes Maß an Authentizität zu sein und zu leben und zu äußern. Stehen wir für größere Gruppen, dann wird es immer problematischer, wirklich authentisch zu sein für etwas, was man selber ja nicht unbedingt ist und auch nicht so repräsentieren kann. Das ist eine Problematik der Wahrheit. Wer hat sein Mikro noch an? Henning, machst du bitte aus? Warum funktioniert es in unserer Welt noch nicht besser, 2022 Jahre nach Jesus Christus? Warum gibt es da immer noch Kriege? Warum lügen wir? Warum verfallen wir den vorteilbringenden Irrtümern anderer Menschen oder anderer Gesellschaften? Es liegt natürlich irgendwo auch an unserem Bildungs- und Informationsstand, ob wir im Kreis oder in der Kette unserer Nachbarmenschen authentisch sein können oder eben nicht so sonderlich authentisch, weil wir in Angst sind, weil wir verklemmt sind, weil wir in Problemlagen stecken wie Schulden oder Ehekrisen oder Krankheit. Also authentisch kann man am besten sein, wenn es einem gut geht, sage ich jetzt mal. Ist eigentlich auch nur eine Behauptung, die jeder für sich selber prüfen kann und soll, wenn er hört. Also wollen wir als Demokratiebewegung, als Friedensbewegung, als christlich nächstenliebende Menschen eigentlich ja im anderen, im Mitmenschen Wohlbefinden hervorrufen. Also ihn nicht ausbeuten, ihn nicht übervorteilen, ihn nicht zwingen und zwängen in Regeln und Strukturen, die er selber nicht gewählt hat. So, das ist eine Aufgabe, die für uns so noch ansteht, wo wir im evolutionären Prozess sind, uns miteinander und gegenseitig zu befreien von Zwängen, Nöten, von Schulden, von Unwissenheit und Unklarheiten. Und da würden wir natürlich gerne die Medien und die Mächtigen und die Reichen auf unserer Seite sehen. Das können wir heute noch nicht so vollends,
obwohl ich dann niemanden verurteile, kein menschliches Wesen in dem Sinne verurteile und auch kein System, weil ein System wie der Kapitalismus oder der Kommunismus oder eine Firmenstruktur lässt sich ja letztlich auch nicht verurteilen in dem Sinne. Es wird ja auch dann nur erstmal wieder durch Individuen repräsentiert. So, und ich strebe in diesen ganzen Verhältnissen von Zeit und Raum Authentizität an. Wobei es ja schon mal doppelte Authentizität gibt, und zwar die rein geistige, theoretische, die ja durchaus ideal und ideell sein kann, und die reale Authentizität für mich als Menschenwesen und als Körper und als Teilhaber und Mitglied von Gesellschaft. Danke, ja, ein letzter Satz noch dazu. Einerseits sind wir natürlich Geister mit Gedankenwelten, und dann sind wir ebenso und sicherlich noch mehr Realwesen, also mit Körper behaftet. Und dieser Körper gibt uns eben ein, dass wir auch Notwendigkeiten folgen müssen. Und trotz dieser Notwendigkeiten und in diesen Notwendigkeiten möchten wir uns dennoch gegenseitig bitten, völlig authentisch zu sein. In Liebe, in Neigung und Abneigung und in jeglichem körperlichen Bedürfnis. Dankeschön, bis nachher. Ja, danke den Vorrednern. Wenn ich es richtig sehe, bin ich dann wieder dran. Danach gucken wir mal, ob der Henning schon so eingelebt ist heute Abend hier bei uns, dass der dann auch einen Redebeitrag machen möchte. Ja, also ich sage, ich steige mal ein mit einer Anmerkung zu Luki, um dann auch zu Dylan weitergehen zu können. Ich bin der Ansicht, du hast das ja selbst schon angedeutet, auch Luki, dass es zwar gut ist, beim Menschen zu gucken, wie kann man positiv verstärken. Also statt zu gucken, ihm Vorwürfe zu machen, du bist schlecht, du machst da Fehler und. Eher gucken, was macht er denn von alleine und mit Freude so vielleicht in Richtung des Guten? Wie kann man das bestärken? Aber das ist gleichzeitig, also auch wenn Menschen stark irgendwie Suchtbedürfnisse haben, dass man schaut, wo haben sie denn irgendwie Freude daran, sich in einer für sie gesunden Weise zu entwickeln, also auch von den Süchten weg. Und bei den Menschen, die im Moment hier einfach nur gucken, ohne irgendwelche Pflichten, so, also was kann ich abkonsumieren? Also diese Konsumsucht, die weit verbreitete. Da, wenn man den Leuten mehr hinschmeißt an Futter sozusagen, also ihnen materiell eben Dinge gibt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann zu einer Lösung aus der Sucht führt, sondern es bedient die Sucht. Und wir können ja auch eben in der jetzigen Gesellschaft sehen, wie ist es mit denen, die ohne große Probleme von Sozialhilfe leben konnten, oder wie ist es mit den Reichen und Mächtigen, wie ist es mit denen, die im Überfluss schwelgen. Das sind keine Vorbilder des würdevollen, aufs Ganze gesehen verantwortlichen Menschen. Und deshalb kann man nicht sagen, wir schmeißen da einfach wieder hin und überlassen auch, was sie machen, dann suchen sie sich nach Lust und Laune aus und wird schon. Ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung. Gleichwohl, ich ja denke, wir sollten viele Experimentalsachen machen. Ne? Also wir schwelgen oft in Theorien, für die wir keine praktische Experimentierbarkeit haben. Und das wäre sehr viel wert, wenn wir es hätten, und würden dabei aber wissenschaftlich messen, wie entwickelt es sich denn und was kommt dabei raus. Ja, insofern sehe ich auch die GWO oder Wohlfühlstimmenkonzept, das Wohlfühlstimmenkonzept, was der Dylan da auch als Zwischenstufe beschreibt, sehe ich als Zwischenstufe,
Denn man würde den Menschen sagen, also es soll sein, dass es euch gut tut, ne? Also ihr, alles soll sich danach richten, dass das, was ob von den Lebensmittelhändlern, von den Ärzten und so weiter gemacht wird, wirklich zu eurem Wohl ist. Und das bestimmen nicht andere über euch, sondern wir bitten euch, mal so ein bisschen längerfristig zu messen und zu gucken, was ist eigentlich euer wirkliches Wohlgefühl. Also nicht, wir befriedigen eine Sucht und dann sind wir mit dem dicken Kopf, wachen wir auf oder merken, welche Schäden uns das Heroin oder merken, welche Vereinsamung uns der Willkürkonsum gebracht hat, sondern ihr seid bereit zu messen, euer eigenes Wohlbefinden, keiner redet euch rein, ne? Sagt mir immer, wie es euch geht und dann guckt man, was daraus sich ergibt, ne? Als Linie des echten Wohlbefindens. Und danach soll sich alles richten. Ein Mensch, der dazu nicht bereit ist, sondern sagt, nein, nein, gebt mir einfach, ich will konsumieren und ich bin nicht bereit zu gucken, ob es mir morgen damit noch gut geht oder nicht, der wird auch nicht danach gucken, ob es der übrigen Welt gut damit geht. Insofern ist das ein Minimalanspruch an die Menschen, was sich da mit der GWO oder Wohlfühlstimme verbindet. Wenn sie das nicht machen, dann sind sie wie strampelnde Kinder, die in ihrer Sucht, in ihrer oberflächlichen Augenblickssucht bleiben wollen, ohne auch nur zu gucken, ob es ihnen selbst für morgen und übermorgen gut tut. Und das ist zu billig. Und da kommen dieselben Verschwender und Rumspieler bei raus, wie die Sozialhilfeempfänger, die ohne Probleme in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Beispiel das Geld nehmen und verjuxen konnten, oder die Reichen und Mächtigen und Verschwender, die im Moment die Welt quälen. Also, ich bin der Ansicht, es braucht auf jeden Fall diese Bildung, dieses Infragestellen, dieses gemeinsame Denken. Da kann man auch nicht einfach sagen, man wird da jetzt emotional, sondern dieses Nachdenken und selbst Infragestellen ist tatsächlich von elementarer Bedeutung und unverzichtbar. Also da muss man ran. Und dann in diese Zwischenstufe ist allerdings auch eben klarerweise weniger verantwortungsfähig, als wenn Menschen sich hinsetzen und nicht nur schauen, wie geht's mir morgen und übermorgen, sondern wenn sie gleich sagen, ich kann doch den weiten Horizont einschalten, ich kann doch mich mit dem kosmischen Einheitsrausch, wie der Dylan das ja auch selbst mal erlebt hat, oder mit dem göttlichen Schöpfergeist oder kosmischen Schöpfergeist kann ich mich verbinden, ich kann sowas wie das Auge Gottes für die Welt sein und ich betrachte das Ganze mit dem Blick, wie ich den ganzen Garten, in dem ich mich hier befinde, pfleglich jetzt weiter mit beeinflussen kann. Danke, ich höre das Piepen, mache nur ein bisschen rund. Und auch ganz konkret sage ich nochmal, also Dylan, ich bin dir dankbar, ne, so wie ich ja mich gefreut habe über deine Vorschläge, ob es da New World Economic Forum war, also vorher auch schon, was wir ja versucht haben, ob Partei ist Gemeinwohl, Fragpartei, moralischer Aufsichtsrat, was ich da gerne für mache, was da gewünscht ist. Oder jetzt dann eben Wohlfühlstimme, wo ich dringend in alle Richtungen sage, mindestens lasst ein lokales Experiment zu, wie das die Menschen verändert oder wie gut es den Menschen tut. Und auch deine Ideen mit New World Economic Forum oder jetzt Wahlbündnis für ARD und ZDF ständig voll mit Lösungsvorschlägen, rennt bei mir alles offene Türen ein. Auf der anderen Seite habe ich dir aber auch schon gesagt, also bei dieser Mehrschienlichkeit, mit der wir da arbeiten, und wir sagen ja auch, wir sind schon ein virtueller Kommunekeim hier unter uns, indem wir da versuchen, so eine freie Argumentekultur, Verbundenheit unter uns zu entstehen zu lassen. Diese auch sehr zähe und langsame Entwicklung, einfach direkt mit Menschen, die dazu bereit sind, fähig und bereit sind, die Verantwortungskommune, die Fragkommune zu leben, die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune, was aus meiner Sicht alles hervorragend zusammenpasst. Also sehe ich überhaupt gar kein Problem drin, ne? Können alles in so einer Kommune tolle Zweige sein der Entwicklung und des Geschehens. Wenn wir das hier unter uns sind und wir haben Orte, die offen sind dafür, viele Experimente können wir machen und wir können auch sagen, okay, hat nicht geklappt, legen wir beiseite. Dieses Kommune-Experiment, behaupte ich, klappt dann oder wir haben es in der Hand, es klappen zu lassen. Und dann bedeutet das, egal wie die Welt um uns herum sich entwickelt, aber wir halten so zusammen, dass wir füreinander Menschengeschwister sind, die das freie Denken miteinander teilen wollen und auch bereit sind, sonst zu teilen, dass nicht neben uns der andere dann verhungern muss. Dass wir eben Dach über dem Kopf und ein Teilen des Lebensnotwendigen, des Wassers und des Essens oder so geben würden. Das gibt uns eine wahnsinnig schöne Lebensbasis, von wo aus wir die nächsten 20, 30 Experimente machen können, die wie die Seifenblasen vielleicht zerplatzen. Aber diese existenzielle
Frack- und Verantwortungsmenschen- und Verantwortungsgemeinschaftsschiene. Was wir da schaffen, schafft uns die beruhigende Lebensgrundlage, wo wir uns miteinander auch sehr wohlfühlen können, in dem Maße, wie wir das haben. Und wenn es wenig ist, ist es immer besser als nichts. Und es ist schon sehr beruhigend, wenn man überhaupt was hat von der Sorte. Okay, damit gebe ich weiter. Na dann jetzt Henning, wenn du bereit bist, ansonsten sind wir jetzt wieder drin dran. Ja, dann werde ich mal ein paar Worte dazu sagen. Und da möchte ich ganz gerne erstmal zu dem Walter was sagen bezüglich der Authentizität und der Chronizität, die wir immer mehr erleben, dass er so in die Welt kommt, dass wir, wie soll ich das sagen, wenn wir uns bewusst werden, dass also die Welt eigentlich nur ein Teil oder beziehungsweise die Welt ist eigentlich nur ein geistiges Gedankenkonstrukt von allem, was ist, also nur ein Teil. Das, was wirklich ist, ist eigentlich alles Licht, was sich bewegt. Und Licht bewegt sich in einer Synchronizität und Authentizität. Und wenn wir, oder wenn es abends dunkel wird und die Nacht hereinbricht und die Lichtintensität weniger wird, dann wird auch unser Verhalten, unser Bewusstsein minimiert. Das heißt, wir werden müde und schlafen 6 Stunden oder ein Viertel des Tages. Und das hat alles was mit der Bewegung des Lichtes zu tun, dass wir nachts schlafen ein Viertel des Tages und am Tage aktiv oder bewusst sind. Und dieses Phänomen haben wir nicht nur an einem 24-Stunden-Tag, sondern in einem Jahreszyklus genauso wie in einem großen Jahreszyklus. Und der große Jahreszyklus ist 25.920 Jahre, wo wir mit der Sonne als Erde um die 12 Sternkreiszeichen wandern. Und da haben wir auch ein Viertel dieses Zeitraums, 6.000 Jahre, wo wir in einem minderen Bewusstsein sind, wo wir nicht erkennen, wo wir uns in einem Du und einem Ich getrennt haben oder auch in die Welt getrennt haben von Geisteskonstrukten zu dem Wirklichen, was wirklich ist, werden wir jetzt erwachen, dass wir erkennen, dass alles, was Bewusstsein ist, was Licht ist, alles unser ist. Und es wird nicht mehr dein sein, es wird nicht mehr mein sein, es wird alles unser sein. Und das ist ein Bewusstwerdungsprozess, der sehr wesentlich in dieser Zeit die ganzen Symptome der Krisen und des Krieges hervorbringen, weil die Gedankenkonstrukte, die wir uns geschaffen haben, letztendlich Bedingungen sind, die wir selber eingegangen sind und die wir selber wieder lösen müssen, um wieder in die Synchronizität der Bewegung des Lichtes zu kommen, weil wir jetzt in einem Zeitpunkt sind, wo also morgens die Sonne aufgeht. In dem großen Jahr. Und wir werden uns bewusster, alle werden uns bewusster. Und Rudi Duske hat es im Grunde genommen vor 50 Jahren auch schon gesagt, dass die Bewusstwerdung ein Prozess eines jeden Individuellen ist. Und es wird deswegen auch schwieriger, irgendwelche Gruppierungen oder Gestaltungen zu machen, wo wir alle unter einen Hut kriegen. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir uns selbst bewusst werden und gewaltfrei miteinander mit unseren Mitmenschen leben. Alles, was über den Horizont von der Wirksamkeit in meinem Umkreis, meinem Wirkungskreis hinausgeht, an Gedankenkonstrukten, wird letztendlich zusammenbrechen. Und dieses Zusammenbrechen hat auch der Papst Benedikt 2011 in Freiburg auf seiner Rede gehalten, von Entweltlichung. Das heißt, die Gedankenkonstrukte, die wir haben, die Kommunikation mit unserer Sprache, mit der wir kommunizieren, ist im Grunde genommen nur eine Matrix über dessen, was die Lichtkommunikation ist, wie Babys mit ihren Müttern kommunizieren oder mit ihrer Umwelt. Und es steht ja auch in der Bibel drin, werdet wieder wie die Kinder. Und das ist das, was jetzt passiert. Wir werden wieder wie die Kinder. Wir können auf einer Basis der Lichtkommunikation wieder zurückgreifen über unsere 12 Sinnesorgane, die wieder Impulse empfangen durch die Lichtintensität, wo jetzt die Sonne aufgeht nach 6.000 Jahren.
Und das finde ich etwas sehr Wunderbares, etwas sehr Herrliches. Wenige verstehen es, aber je mehr man oder besser man es erklärt, desto mehr verstehen es und desto besser kommt auch das Wohlsein im Gedanken aller oder für alle und nicht mehr das Handeln, das Egoistische in die Welt, sondern das heißt, die Welt wird verschwinden. Wir werden wieder kommunizieren wie eine wirklich glückliche Familie. Und das ist eigentlich das Faszinierende, was mich eigentlich als Botschafter auch prädestiniert, diese Botschaft, die ich an Erkenntnis gewonnen habe, auch weitergebe, dass wir nur gewaltfrei, bedingungslos, in Harmonie miteinander kommunizieren brauchen. Und dann ist alles in Ordnung. Ja, danke, ich habe gehört, ich gebe weiter. So, jetzt muss ich wieder die Fernsehregie machen. Die kurze Regieschaltung. Ja, das war es aber auch schon gleich. Moment. So. Dann kann ich ja wohl loslegen. Falls man mich nicht hört, bitte schreien. So, also, es geht los. Lucky, vielleicht nur kurz der Hinweis, niemand muss auf mein Thema auch nur im Mindesten eingehen, sondern hättest aus meiner Sicht deine Redezeiten besser genutzt, um die Fernsehzuschauer anzusprechen und Werbung zu machen für die Geldabschaffung und das Finanzsystemabschaffung und so weiter, denn niemand muss ja auf das, was andere sagen, eingehen. So, und dann Lucky und Henning sind ja übrigens auch schon beim Wahlbündnis dabei. Die anderen noch nicht, aber Lucky und Henning sind schon mal dabei. Es sind bis jetzt ja erst 4 Gruppierungen dabei. Ne? Aber mal gucken, was jetzt die ganzen Firmen bringen, die 2 Firmen, die über 1.000 Euro bekommen haben. Ne? So, und dann ganz kurz nur die Wohlfühlstimme. Der Öffi versteht aus meiner Sicht die Wohlfühlstimme viel komplizierter, als sie ist. Also ich gehe in ein Restaurant. Ich zahle für 20 Euro Essen. 2 Stunden später kriege ich Bauchschmerzen. Wie zum Beispiel 100 andere auch, weil das Restaurant zu sehr gespart hat an der Hygiene. Ne? Und Salmonellen. Irgendwie kriege ich Bauchschmerzen. Dann melde ich den Bundeswehrleiter in einer Sekunde. Mir geht's schlechter. Mehr nicht. Also nur, das klickt man nur an. Also Stufe, mir geht's schlechter und mir geht's viel schlechter. Oder auch sogar noch sehr viel schlechter. Ja. Oder besser, ja. Und dann rechnet der Computer von selbst aus, da das in dem Fall bei 50 Gästen der Fall ist. Ach so, ich habe in bar bezahlt, habe dann so eine kleine Karte dran gehalten. Damit habe ich dem Bundeswahlleiter den Hinweis gegeben, dass ich dort bezahlt habe. Und dann sozusagen. Und wenn dann andere 50 Leute auch Bauchschmerzen bekommen haben, die auch dem Bundeswahlleiter nach der Barbezahlung oder Kartenbezahlung dann, oder die Karte kann auch die Doppelfunktion haben, automatisch an den Bundeswahlleiter, und dann kann man eine Karte haben, die diese Doppelfunktion nicht hat. Und dann auf jeden Fall laufen im Computer vom Bundeswahlleiter 50 Leute Bauchschmerzen in Restaurant XYZ, Bauchschmerzen, also Verschlechterung von Wohlfühlen in relativer zeitlicher Nähe zu diesem Restaurantbesuch. Also automatisch berechnet der Computer eine reduzierte Verdienstzuschüsse für das Restaurant, sodass der Restaurantleiter nie mehr schlampen wird bei der Hygiene, weil er finanziell abgestraft wird für die Schädigung der Menschen. So, jetzt lese ich weiter in meinem wichtigen Thema heute, für mich wichtigen Thema. Im Folgenden nur einige wenige Andeutungen, die Ihnen hoffentlich helfen können, helfen zu ahnen, dass sie, wenn sie anderer Meinung sind, das nur sind, weil sie manipuliert sind, sie zum Opfer einer riesigen Gehirnwäsche und Propaganda wurden, sodass sie Meinungen für wahr halten, die ihnen schaden, aber anderen riesige Profite auf ihre Kosten bringen. Unsere Aufgabe ist also vor allem, der Welt zu erklären, welche nicht bewussten Manipulationen, Gehirnwäsche, Propaganda, Werbung, parasitären Meme, Killerviren des Geistes, irrationalen Kognitionen, vorteilbringenden Irrtümer als Abkürzung des Ganzen, die Menschheit glauben lassen,
andere bestehende und alternative Wirtschafts- und Gesellschaftsformen seien realistischer als die GWO, obwohl sie nur für bestimmte Sparten einer Gesellschaft Profite, Karrieren, Vorteile auf Kosten aller anderen Menschen wahrscheinlicher machen. Am besten sollten wir also beginnen, diejenigen Sparten und ihre ihnen nicht bewussten Irrtümer zu benennen, die die anderen Menschen manipulieren und zu Opfern dieser Sparten werden lassen. Ein einfaches Beispiel ist die Tabaksparte, der es über Jahrzehnte gelungen war, ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer von der relativen Harmlosigkeit des Aktiv- und Passivrauchens als Gehirnwäsche in die Bevölkerung zu pumpen. Also zukünftig, welcher Evolutionsverlauf, welche Sparte, welche Vorteile, durch welche Irrtümer, zum Beispiel auch durch unrealistische Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte. Also los, die Marktwirtschaft besteht aus Sparten, von denen jeder Einzelne sie als Opfer braucht. Niemand will ihnen Böses, niemand hat sich gegen sie verschworen. Es mag Ausnahmen von dieser Regel geben, aber diese dürften sehr selten sein. Das Supergefährliche in der Marktwirtschaft ist, dass das menschliche Gehirn immer wieder Irrtümer produziert und dass die Marktwirtschaft solche Irrtümer, die Profite und Karrierevorteile auf ihre Kosten erwirken, belohnt, wodurch sie multipliziert werden und uns allen eingeimpft werden und als Gehirnwäsche wirken. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Diese vorteilbringenden Irrtümer sind immer nur von Vorteil für die Mitglieder der Ursprungssparte. Alle anderen werden immer nur die Opfer dieser VIs, werden also geschädigt. Man muss also immer klar sein, wer es ist, wer, der den Nachteil von einem vorteilbringenden Irrtum hat, wer den Vorteil und den Nachteil hat. Ja? Und ja, also ich hoffe, dass ich nachher nochmal in den Schlussrunde nochmal ein Stück lesen kann, weil jetzt kommen erst die interessanten Sachen. Also eigentlich kommt jetzt eigentlich alles Erste hier, die Sozialsparten, wie die uns manipulieren, wie uns die Sparte manipuliert, wie uns die Sparte manipuliert und was so liebgewonnene, vorteilbringende Irrtümer sind. Ja, da sind lauter Beispiele auf dieser Seite und vielleicht im Zweifelsfall einfach googeln, PD-Partei, das Gemeinwohls PDG, einfach hier googeln, ja, und dann könnt ihr das alles unter dem Unterrubrik Ich als Gehirnwäscheopfer hier dann alles lesen, wenn ich nachher nicht mehr dazu komme, allzu viel davon noch vorzulesen. Ich gebe weiter und muss aber erst wieder die Technik schalten. Das dauert wieder eine Sekunde. Fernsehtechnik, wieder zurück. So, jetzt kommt, glaube ich, der Lucky. Ja, da hat er sich schon bereit gemacht. Wieder 2 Sekunden kannst du loslegen. 21:22. Ich möchte zu 2 Sachen was sagen. Oh, ich versuche ja wieder Hochdeutsch zu reden. Sehr gut. Zu 2 Sachen was zu sagen. Erstens zu der Wohlfühlstimme. Hatte ich früher schon mal gesprochen, ich sehe das besser, als es jetzt ist, wenn diese Wohlfühlstimme eingeführt werden würde. Besser als jetzt, aber wie du auch schon selber sagst, ein halber Schritt oder wie du sagst, als Übergangsphase, weil das Konsequentere wäre grundsätzlich eben das Leistungsprinzip abzuschaffen und nicht indirekt das behalten, auch wenn jetzt das Positive verstärkt wird. Aber an der Wohlfühlstimme sehe ich auch, das ist der Übergang jetzt zu meiner Vision ja auch, dass die Menschen zum ersten Mal ernst genommen werden, also direkt angesprochen werden, und nicht mehr durch Politiker vertreten oder Politikerinnen vertreten werden. Das heißt, jeder Einzelne stimmt jetzt ab, wie er die soziale Versorgung findet, wie er den Restaurantbesuch findet, was du gerade gesagt hast, wie er die Kita-Betreuung findet, wie er den Lehrer, die Lehrerin findet von seinen Kindern und so weiter. Und da sehe ich den großen Vorteil, diese Verantwortung geben. Ja, die sozusagen macht den Kopf drum und was denkst du drüber? Dass das also eben der erste Schritt ist, auch mehr die in Anführungsstrichen normalen Bürger und Bürgerinnen am Gemeinwohl zu beteiligen. Und das sehe ich also sozusagen den Hauptvorteil an dieser Wohlfühlstimme, weil es in meine Richtung geht, dass wir langfristig wir alle an den Gelegenheiten auch selber regeln können. Und dass wir dann langfristig also auch keine Regierung mehr brauchen, weil wir genauso abstimmen können über zum Beispiel brauchen wir, soll Geld für Waffen ausgegeben werden oder soll die 100 Milliarden für dies und jenes soziale Sachen ausgegeben werden. Bei allen Sachen sozusagen kannst du als Bürger, Bürgerin selber entscheiden und
kann sich nicht mehr verstecken nach dem Motto, die da oben machen doch, was sie wollen, weil für mich eben doch so ein Drücken ist vor der Verantwortung. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt, den Öffi angesprochen hat. Du hast es auf den Suchtcharakter gebracht. Da fühle ich mich ein bisschen missverstanden, weil sicherlich jetzt meinem Idealbild, dass die Bedürfnisse des Menschen, die Grundbedürfnisse in erster Linie, dass die gedeckt werden sollen oder müssen, und dass damit der Mensch ein Stück weit freier wird, weil er weniger Ängste hat. Also das war doch beim Grundeinkommen, wenn immer die Argumentation ist, die ich ja auch richtig finde. Aber ähnlich, was ich eben gesagt habe, mit dem halben Schritt ist für mich das Grundeinkommen auch nur ein halber Schritt, konsequenter Geld ganz abzuschaffen. Aber was ich hinaus will, ist, was du ein bisschen vergessen hast, Öffi, bei mir gibt es dann sozusagen ein Zwangssystem. Das war viel zu wenig kritisiert worden, aber das hört nämlich immer ziemlich oft. Ein Zwangssystem, dass ich ja sage, jeder Mensch, der hier lebt, hat ein Recht, dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden, aber er hat gleichzeitig die Pflicht, für das Gemeinwesen was zu tun. Und von daher ist der Zwang, dass du dir aussuchen kannst, welche Tätigkeit, ich rede jetzt nicht von den Bedürfnissen nach dem Motto nehmen und konsumieren, sondern was möchtest du für die Allgemeinheit bringen? Was möchtest du für die Allgemeinheit bringen? Und das sollst du nach Zeit und Tätigkeit sozusagen, das kannst du dir aussuchen. Deswegen ist der Unterschied zu der normalen Arbeit, in Anführungsstrichen, die wir heute haben, wo du ja ein Stück weit fremdbestimmt ist und sowohl in Arbeitszeit als auch in Tätigkeit, dass du das und das machen musst und ein Stück weit durch die finanziellen Zwänge gezwungen wirst, die sich natürlich auch im sozialen Status, Hierarchie und so weiter festmachen, dass du als Putzfrau nicht den gleichen sozialen Stand hast wie als Pilotin oder Lehrerin und so weiter und von daher ein Stück weit gezwungen wirst, dich dem sozusagen dieser Tätigkeit eben halt nachzugeben oder versuchen eben halt höher zu kommen, obwohl es ja nicht Stellen entspricht. Aber du hast keine Lust, immer in deiner Siedlung Schütze Arsch zu sein, weil du die, als einzige Putzfrau sind und alle drumherum ist Akademiker und weiter höher, verdient mehr und wird besser angesehen. Das ist für mich ein Zwangssystem. Und da sage ich, das machen wir viel ehrlicher. Alle müssen bei uns mitarbeiten. Alle müssen bei uns mitarbeiten. Wir werden festen, der ist aber für alle gleich. Du musst eine minimale Arbeitszeit machen. Die wird immer ausgerechnet per Computer und danach Stunden. Wie viele Stunden das etwa ist, das für Deutschland, wie ich schätze, 80 Millionen Menschen trinken, essen, Bildung, Mobilität haben. Und die müssen alle machen. Genauso wie an den Ökofaktor, der auch ausrechenbar ist, an den Ökofaktor halten müssen. Und das sind die einzigen beiden Bedingungen, das Zwangssystem sozusagen. Du musst diese Mindestarbeitszeit machen. Also Arbeitszeit, wie gesagt, immer in Anführungsstriche, freie wählende Tätigkeit. Und du musst auf diesen Ökofaktor achten. Der ist ja dann irgendwie mal, was wir heute Preis haben oder dass die und den Lebensmittel oder Kunststoffe drin in den Lebensmitteln. Ich mache das auch gleich rund. Nehmen wir ein Beispiel an Öffi mit dem Rundmachen. Und diese beiden, das kannst du ja digital heute halt bestimmen, sozusagen. Statt Preis steht da eben drin, der Ökofaktor ist so und so viel. Und da hat jeder ein Konto und das musst du halt auch halten, damit die Welt für unsere Nachkommen noch erhalten bleibt. Das sind die beiden sozusagen Zwangssachen. Und von daher, wie gesagt, muss ich auch ein bisschen dran halten. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, habe auch mit Junkies gearbeitet. Die haben noch Visionen, was sie machen würden, wenn sie könnten. Und deswegen bin ich da ziemlich optimistisch, dass mein Gesellschaftsmodell funktionieren würde. Okay, damit gebe ich weiter an Walter. Ja. Ja, wann sind wir authentisch? Oder wie entwickeln wir uns in unserer Gesellschaft zu höheren Authentizität hin? Dafür dient unser Bildungssystem und wir arbeiten daran, dass er diesem Zweck immer besser dient und wie auch viele Schulmodelle schon sagen, das Kind braucht eigentlich nicht, wie es eigentlich hauptsächlich noch üblich ist, diese festen Schulzeiten, das Stillsitzen auf dem Schulstuhl und das Horchen auf den Lehrer, sondern um dem Kind schon von vornherein Authentizität zu vermitteln,
sollte die Bildung auch ganz anders aussehen. Moment. Sorry, ein Kollege kam gerade für eine Meldung. Also, das Schulsystem soll mehr auf die Authentizität des Menschen eingehen. Ja, das wollen wir in der Evolution erst noch erreichen. Das ist eigentlich wohl noch in kaum einem Land der Welt so gegeben, dass die Kinder frei, ungezwungen, trotzdem zu hochgebildeten, sprachbegabten, naturwissenschaftlich vollgebildeten Menschen werden, die auch über sämtliche sie interessierende handwerkliche Tätigkeiten verfügen und vor allem Sozialkompetenz aufweisen. Das heißt, sich immer als Gleiche und dergleichen auffassen. Denn ja, dadurch, dass es im Mittelalter Nöte gab, Nahrungsmangel, Wassermangel und so weiter, die wir eigentlich ja bei halbwegs gerechter Verteilung heutzutage überwunden haben. Dadurch gab es ja diese Ellenbogengesellschaft und in die wollen wir auch nicht wieder zurückfallen, dadurch, dass wir künstlich Nöte provozieren lassen durch Eliten oder Klicken. Also Kinder sollen schon herangeführt werden an die volle, reife, starke Persönlichkeit, an die freie Meinungsäußerung, an die gute, an der Wahrheit gemessene Bildung, zu einem Sachverstand und einer Handwerksfähigkeit, die vieles auch selber machen und selber beurteilen kann. Denn natürlich besteht die Chance und die Gefahr der Täuschung, je weniger ein Individuum weiß. Und deswegen ist diese umfassende Bildung, die das Kind aber nach eigenem Ermessen erwirbt im Laufe von einigen Jahren des Erwachsenwerdens, das Grundlegende und Wichtige für alle Zeit. Und wenn Naturvölker oder Menschen, die das nicht gut heißen, dass man Bildung braucht, das ablehnen, dann sollte es praktisch gesehen ja auch möglich sein. Also wer gar nicht bewusste Bildung wünscht, sollte auch seine Inseln und Oasen auf der Welt finden, um dort seine Authentizität zu leben, ohne dass die Starken und Gebildeten, die über hochwirksame Werkzeuge und Maschinen und Mittel und Möglichkeiten verfügen, ihm das streitig macht. So viel sind wir uns gegenseitig in der christlichen Nächstenliebe schuldig. Ja, ein Gedanke noch, weil mehrfach geäußert wurde, dass man Geld so gesehen abschaffen könnte. Ich möchte nur mal andeuten, also Gold und Edelsteine in dem Sinne sind materielle Dinge und Werte, die durch den ästhetischen Aspekt auch nicht abzuschaffen sind. Und insofern können wir auch die Thematik des Geldes und der Tauschlogik später neu beleuchten. Dankeschön. So, ich melde mich dann auch schon vom ganzen Abend ab, weil ich noch was zu klären habe. Also bis zum nächsten Mal, vielleicht bis nächsten Montag. Guten Mai.
Dann wäre jetzt wieder Öffi dran und dann Henning, wa? Okay, gut. Dann mache ich weiter. Also es ist schön, wie wir uns hier austauschen. Im Forum könnten wir das noch genauer, die Fäden so verfolgen. Denn ich greife mal ein paar Punkte auf. Also ich hoffe, Dylan, dass ich die Wohlfühlstimme voll und ganz so verstanden habe. Und trotzdem glaube ich, dass die Wirkung genau die ist, die ich beschrieben habe. Und ich glaube, die Leute, die sonst so tun, als könnten sie nichts verstehen. Aber wenn du kommst und erzählst ihnen von der Wohlfühlstimme, gehen gleich die Warnsignale bei ihnen an. Denn du sagst, ja, da wird einfach gemessen, geht ihnen schlecht, ja. Und dann die müssen da gar nichts entscheiden, die müssen da gar keine Strategien mit verbinden. Der Restaurantbesitzer, bei dem sie das schlechte Essen gegessen haben, der macht Pleite, wenn er da nicht sich ändert, ne? Also muss er ihnen gutes Essen anbieten. Da gehen die Warnsignale bei den Leuten an, weil sie sagen, ich will das weiter essen können. Auch wenn es mir schlecht tut. Ich will weiter saufen können, auch wenn ich am nächsten Morgen die dicke Birne habe. Ich will mein Heroin nehmen, weil es mich so flasht, auch wenn ich in ein paar Jahren dran krepiere. Ich bin durch Altenheime gegangen, wo ich die Leute gesehen habe, wie die festgefahren waren in bestimmten Lebensweisen, Ernährungsweisen und so weiter. Und wenn man ihnen gesagt hat, hör mal, du bist am Rande des Krebses oder du hast den Krebs oder es geht jetzt bald dem Ende zu. Du könntest ein paar Jahre vielleicht noch länger leben, wenn du jetzt zum Beispiel deine Ernährung umstellst. Dann sagen die, dann sterb ich lieber. Und wenn da in eine Wohlfühlstimme so wirken würde, auch wenn ihnen gesagt wird, ja, sag doch nur, wie gut und schlecht es dir geht. Ne, ganz unschuldig, ne? Du brauchst da nichts mit verbinden. Da ist gar keine Strategie von deiner Seite aus, dass sich jetzt was ändert, dass du dieses Restaurant nicht mehr besuchen kannst, dass du nicht mehr den alten kaputten Döner in dich reinkloppen kannst oder so. Das geht von ganz alleine. Dann werden die sagen, ey, hau ab, Alter. Ich will doch gar nicht, dass dieser Mechanismus so passiert. Ich will den Döner beibehalten. Ich will, dass ich auch in 3 Jahren noch kommen kann. Und hier ist dieser Imbiss an dieser Ecke, wo ich mir den gottverdammten, ungesunden Döner reinpfeifen kann. So ist die Problematik, mit der wir in der Realität zu tun haben. Und insofern sehe ich da auch eben nicht, Luki, also auch der Neuling heute, wie hieß er, Eberhard, er hat in gewisser Weise recht. Also ich habe in Marburg hier mal einen Vortrag eines Professors besucht, der hat über die Wertlehre von Marx, auch den Tauschwert, hat er referiert, Professor Wolf hieß er, glaube ich, und hat gesagt, der Marx, bei dem ist ja ein großes Thema, was wären gerechte Löhne und so weiter und so fort. Er hat eine Stelle, da streiten die Interpreten drüber und können sich da nicht richtig einen Reim drauf machen, was hat er gemeint, weil er hat da so sinngemäß sowas gesagt wie, es gibt eigentlich gar keinen gerechten Preis für Arbeit. Mir war sofort klar, warum ist das nicht? Ich weiß nicht, ob Marx sich das auch so gedacht hat. Aber tatsächlich ist es unter der Würde des Menschen, einfach äußerlich zu funktionieren, weil er fremdbestimmt wird, er kriegt seine Befehle und führt sie aus, oder er ist gekauft, er kriegt Geld und macht irgendwas. Auch dies sich verkaufen ist unter der Würde des Menschen, weil wir durch unsere geistige Fähigkeit zu Mitregisseuren befähigt sind, zu Mitschöpfern. Wir sind die Ebenbilder Gottes. Arbeit sollte sinnvolles Tun sein, was wir nicht machen wegen Zwang oder Geld, sondern wegen dem Sinn, den wir selbst mit begreifen und wo wir mit Regie fähig sind. Und durch dieses Mitausüben der Regie entfalten wir unsere Menschenwürde. Ja, gut und schön. Aber dann muss man auch bereit sein, diese Würde so sich klar zu machen. Da kann man nicht sagen, naja, Arbeit ist doch nicht zu bezahlen. Also schaffen wir das Geld ab und machen uns keine weiteren Gedanken. Sondern dann müsste man sich wirklich richtig mit Gedanken machen, mit Feuer und Begeisterung im Forum, mit darüber sich austauschen, was ist diese Gesamtregie, dieses Globaldenken, Lokalhandeln? Was ist denn das und wie kann das funktionieren? Genauso wie du hast gesagt, ja, also man darf schon nichts machen, was jetzt die Welt weiter kaputt macht. Ja, wer bestimmt denn das dann? Wenn wir da irgendwelche Elitegruppen wieder haben, die sagen, ja, wir sind jetzt hier die Regisseure, und wir legen für die anderen fest, was sie bei ihrer selbstbestimmten Arbeit jetzt noch machen können oder nicht machen können oder womit sie es überreizen würden. Wenn das wieder fremdbestimmende Leute sind, ist das auch alles unter der Würde. Wir müssten unseren Kopf wirklich richtig aufklappen und auch unseren Geist, unser Denken, nicht wegeiern in irgendwelche anderen Sphären, richtig aufmachen und richtig mit dieses Verantwortungsbewusstsein bekommen,
dass wir sagen können, ja, wir können aus diesem global Denken, lokal Handeln heraus für Sinn arbeiten. Und da brauchen wir keinen Zwang, wir brauchen kein Geld, das kann man alles weglassen. Wenn wir es so für den Sinn machen, aus der Sinnplanung, der Sinnlogie, kann das besser funktionieren als alles andere. Ja, ich höre das Piepen, dankeschön. Ja, und das wär's, ne? Ohne dieses Bewusstsein, ohne diese Bildung, werden die Leute durchhängen, sie werden ihren Süchten weiter hinterherrennen, sie werden die Dönerbude auch in 10 Jahren noch an der Ecke haben wollen, sie werden von der Wohlfühlstimme wegrennen, weil sie denken, ich will doch gar nicht, dass sich das ändert. Ich will doch nicht, wenn ich morgen den Kopf habe, dass ich übermorgen keinen mehr haben kann. Das sind die Dinge, wo wir wirklich an die Wurzel gehen müssen, an diese fehlende Bereitschaft der Menschen, da aufzumachen und richtig mit über alles nachzudenken und verantwortungsregiefähig zu werden. Die müssten dann alle richtig über diese Dinge in der geordnetsten Form, wie Forum, mit Austausch bereit werden. Alles klar, so viel für diesmal. Ich gebe an den Nächsten weiter, den Henning. Ja, danke für das Wort. Ich kann dir nur zustimmen. Mit der Bewusstwerdung ist eigentlich, dürfte jedem klar sein, dass unser Leben, das eigene Leben, der Lebenswert ein unendlicher Wert und auch energetisch untrennbarer Wert ist. Und wenn wir diesen Wert minimieren auf einen Geldwert, dann rumpieren wir uns doch selber. Und da genau das ist das, was wir mit Geld machen. Und zu Luki oder zu Walter, der Goldwert, oder was ist Gold? Gold ist auch nur komprimiertes Licht. Wenn ich meine Goldelektroden in meinem Wasser aufhalte, dann löst sich das Gold auf. Das ist genauso, wie sich Gold auflöst, kann man es auch komprimieren oder kann man Frequenzen, die zu Gold werden, auch wieder zusammensetzen. Das heißt, wenn ich Gold in Unmengen herstellen kann, was technisch möglich ist, und das schon in den 90er Jahren, seit den 90er Jahren, was ist dann überhaupt noch ein Goldwert oder Geldwert? Und angemessen an den Lebenswert, den wir eigentlich haben, der die Ehre, der die Würde unseres Daseins ist, dass wir den selber minimieren, indem wir uns in Geldwerte bewerten. Wir müssen dahin kommen, oder wir dürfen wieder alle dahin kommen, diesen Lebenswert als unendlich zu erachten. Und wenn wir uns gegenseitig beschenken, dann tun wir das aus Freude und aus Liebe, weil ich das überhabe, was ich produziere, aus Liebe und Freude am Leben. Und dieses Phänomen, dass also die Wertbeurteilung einfach wegfällt, weil ich die Bewertung nur noch in einem Preiswert habe, und der ist dann eben für bedingungslose Liebe und für bedingungsloses Agieren oder für bedingungsloses Sein beziehungsweise für unendliche Werte etwas weiterzugeben, zu schenken und nichts mehr zu tauschen. Weil das Tauschen bedingt ja eigentlich schon, dass man in minderen Werten wieder denkt. Und um von diesem minderen Wertedenken wegzukommen, dass wir eigentlich unendliches Leben sind, dürfen wir eigentlich auch unendliches Leben auch nur weiter schenken. Und das wird auch in Zukunft so passieren, weil sämtliche Geldwerte werden ja jetzt kaputt gemacht durch die Firmen, durch die Krise, durch den Krieg, der in der Ukraine angefangen hat. Inwiefern der Krieg eskaliert, liegt im Grunde genommen an jedem von uns selber, inwiefern wir uns in dieses Leben, in dieses Zusammenleben, in dem Wirkungskreis, dem wir eigentlich auch wirken können, agieren. Und wenn wir dort in Harmonie und in Liebe und in Bedingungslosigkeit agieren, dann entsteht auch an diesem Wirkungsort ein harmonisches Zusammenleben und mit den Menschen. Und wenn wir uns im Geiste auch für das sehen, was wir sind, dass wir eine Einheit sind und immer in Einigkeit sind, was im Grunde genommen jede Geldmünze sagt, wenn man sich die Geldmünze mal von seiner Symbolik betrachtet und nicht in ihrem Wert des Geldes, sondern in dem Wert des unendlichen Lebens, in den unendlichen Wert, den die Münze als Symbol eigentlich auch darstellt, wenn man die Bedingungen, die durch einen Tausch hervorgerufen werden, wieder in Einheit bringt, in Einigkeit bringt. Dass man also nicht tauscht, sondern sich dessen bewusst wird, dass alles Licht, was ist, sich selbst gehört
und wir keinen Wert darauf haben, es in irgendwelche Werte zu berechnen. Entweder ich schenke was vom Herzen oder ich lasse es bleiben. Und jeder, der von mir etwas fordert oder Bedingungen stellt, dem weise ich in die Schranken, dass er das, was er fordert, kein Recht dazu hat. Und dieses Recht und auch dieser Umbruch, den wir jetzt in dieser Zeit des Bewusstwerdens haben, ist etwas, was das Ganze wieder belebt. Aber wer an alten Strukturen festhält, wird mit den Strukturen untergehen, weil die Strukturen haben keinen Bestand. Das ist das, was ich nur als Botschaft rübergeben kann und auch rüberbringen möchte. Wer Probleme hat, meine Worte zu verstehen, der darf mich gerne fragen oder nachfragen. Ich kann das auch gerne in anderen Worten oder verständlicheren Worten ausdrücken. Aber dafür ist dieser Gesprächsrahmen hier nicht gedacht, weil wir haben hier keine Kommunikation, sondern lediglich ein Wortaustausch, beziehungsweise wir können unsere Botschaft präsentieren, aber haben keine Resonanz auf Fragen. Okay, damit gebe ich weiter. Ja, ich muss jetzt wieder die Fernsehregie machen. Das dauert wieder ein paar Sekunden. Hopp. Wo ist die Fernsehregie? Fernsehregie. So. Und Regie. So, da bin ich. Ja, nur ganz kurz zum Öffi, ganz kurz. In Millionen Gesprächen oder tausenden Gesprächen hat nicht ein Mensch so eine merkwürdige Idee gehabt wie Öffi. Die halte ich für absolut unrealistisch. Die hat mit der Wohlfühlstimme überhaupt nichts zu tun. Wir können auch gerne sagen oder dazu schreiben, dass die Wohlfühlstimme und die GWO regelrecht dazu auffordert, nehmt eure Suchtmittel munter weiter. Niemand will da jemals irgendjemanden auch nur für eine Sekunde was wegnehmen oder reinreden. Also nehmt alle eure Suchtmittel weiter. Das hat nämlich, die Wohlfühlstimme hat damit überhaupt nichts zu tun. Wahrscheinlich geben sowieso alle Größersüchtigen sowieso nie eine Wohlfühlstimme ab. Die gehen ja auch nicht zur Wahl, ne? Ja, also jetzt lese ich aber nur die entscheidendste Stelle überhaupt vor von dem Text hier. Ich habe euch ja vorhin gesagt, wo ihr das findet. Aber am allergefährlichsten sind, weil das auch zu heute passt, am allergefährlichsten sind diejenigen Sparten, die Profiteure scheiternden Lebens in einer Gesellschaft sind. Die Sozialsparten, die sind die allergefährlichsten Sparten überhaupt. Ich erinnere nochmal an das Bild vorhin, wo die Sozialsparten an der ersten Stelle standen. Und das hatte Marx nie verstanden. Die Sozialsparten, deren Karrierechancen nur wachsen können, wenn es möglichst viele Arbeitslose, Obdachlose, Verwahrlosende und suchtkranke Menschen als Dauerkunden gibt. Sozialspartler waschen unsere Gehirne mit nur ihnen vorteilbringenden Irrtümern, VIs, die uns zu einer völlig falschen Bevölkerungspolitik hin manipulieren, die zu Massen an Sozialfällen führt. Sozialspartler glauben zum Beispiel auch solche nur für sie selber vorteilbringenden Irrtümer, wie zum Beispiel, dass eine Gesellschaft auch noch in der Lage sei, zur Entwicklung derjenigen Hightech-Defensivraketensysteme, die man braucht, um einem Schicksal wie dem von Ukraine, Irak, Indianern, Indios und so weiter entgehen zu können. Wenn sie versucht, Leistung, Wettbewerb, Konkurrenz, Geld, Eigentum, Besitz und so weiter sofort abzuschaffen, bevor die Kommunen eine eigene Dynamik entfalten, die Gemeinschaften eine Eigendynamik entfalten, die dann wiederum auch die Kriegsgefahr beseitigt, weil wenn wir weltweit Kommunen haben, gibt's ja keinen, dann sind wir ja alle wieder pazifistisch. Aber als Übergangsform sofort jetzt gleich auf Leistung, Wettbewerb, Konkurrenz, Geld, Eigentum, Besitz und so weiter zu verzichten, bedeutet, dass wir demnächst als Nächste nach der Ukraine dran sind und von den USA oder von Russland oder von China irgendwann abgeschlachtet werden, wie jetzt gerade die Ukrainer, weil wir
weil uns ohne diese Übergangsform sind wir eine Zeit lang dann nicht mehr wettbewerbsfähig, nicht mehr leistungsfähig und damit, denn in Wahrheit entsteht in einer solchen Gesellschaft verringerter Leistungsanreize, da hat jemand noch sein Mikro an, vielleicht nochmal ausschalten, in Wahrheit entsteht in einer solchen Gesellschaft verringerter Leistungsanreize und Leistungsmotivation nicht nur Wehrlosigkeit beziehungsweise Schutzlosigkeit, sondern auch Massenarmut und Arbeitslosigkeit, weil ja zum Beispiel auch alle Gutverdienenden und Unternehmer sofort fluchtartig das Land verlassen werden, bevor die Geldabschaffung kommt und bevor die Finanzabschaffung kommt und so weiter. Dann sind die schon vorher weg und nehmen all ihr Geld, ihre Arbeitsplätze, ihre Firmen mit, bauen die in Tschechien oder in Polen auf. Und von dieser Massenarmut und Arbeitslosigkeit, die solche Konzepte, weil ihnen das Übergangskonzept fehlt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ja, am Ende der Kette der Übergangsformen kann die Totalabschaffung von Geld und Tauschhandel stehen, aber nicht am Anfang, ja. Und Arbeitslosigkeit, von der dann wieder die Sozialspartler profitieren können durch verbesserte Karrierechancen, durch wachsende Kundenarmeen. Also es ist quasi so, die Schaffung einer vorschnellen Abschaffung von Geld und Tauschhandel und so weiter führt zu Massenarmut, piepst, ich mache nur noch kurz rund, zu Massenarmut und Arbeitslosigkeit, von der dann wieder die Sozialspartler als einzige profitieren können. Die ganze Gesellschaft wird bettelarm und ruiniert und wird eventuell genauso zusammengeschossen, wie die Ukraine jetzt auf die grausamste Weise zusammengeschossen wird. Ich deute nur noch an für diese Runde. Sozialspartler glauben und multiplizieren zum Beispiel auch das Märchen vom Mindestlohn. Also Mindestlohn bedeutet Arbeitsverbot für alle, die eine geringere Leistung haben. Und dann werden die also wieder auch arbeitslos. Das entsteht wieder mehr Langzeitarbeitslose und davon profitieren wieder die Sozialspartler. Und dann geht es weiter mit den Weltsozialspartern. Aber das könnt ihr ja selber nachlesen. Ich kann nur empfehlen, diese Seite zu lesen. Und ich gebe weiter und Technik, Fernsehtechnik, Sekunde, ich gebe weiter, das ist jetzt der Lucky und Großmachen. So, Lucky, ja. 2 Sekunden, dann kannst du loslegen. Okay. Ja, ich lege los mit einer ganz einfachen Aussage, dass ich glaube, im Gegensatz zu dir, der Junkie, also der Heroin-Junkie, der wird seine Stimme auch geben. Der will ja, dass er guten Stoff kriegt. Also wird er seinen Dealer bewerten. Wird seinen Dealer bewerten und hoffen, dass er nicht mehr so viel streckt, wenn er jetzt so viel negativer kriegt und ein anderer, der einen positiver, besseren Stoff bringt, dass der dann ihn dann ablöst. Also von daher glaube ich schon, dass das von vielen halt genutzt wird, weil der auch zu ihren eigenen Vorteilen ist, nämlich besseren Stoff zu haben. In dem Falle hat jetzt mit der Gemeinschaft nicht so viel zu tun. Da hat er natürlich wieder viel Recht mit den moralischen Sachen und so. Aber ich bin da mit bei Dylan auf der Seite. Ich will ihm ja seinen Stoff lassen. Der kann ihn ruhig haben. Aber es gibt ja keine Sozialhilfe mehr bei mir oder irgendwelche Unterstützung. Sondern es ist ja ausgerechnet worden, dass jeder und jede 5 Stunden oder 7 Stunden oder 8 Stunden, das ist ja leicht ausrechenbar mit dem Computer heutzutage, für das Allgemeinwohl was machen muss. Dass auch der Yankee mal was anderes als Stoff kriegt, vielleicht auch mal ein Lebensmittel annehmen kann oder eben den Abszess behandeln lassen kann beim Arzt oder der Ärztin. Und von daher muss er irgendwas machen. 4 oder 5 Stunden muss er was für die Gemeinschaft machen. Und dann ist natürlich die Frage, was Öffi auch gebracht hatte, was ich auf die Umweltschichten gemacht habe, dass der so einen Zwang gibt, sich dann zu halten. Da fragst du ja mit Recht, ja, wer bestimmt denn da? Und da sage ich, das bestimmt die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit, wo eben die Wissenschaftler ja ausgerechnet haben. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet, bei dem jetzigen Verbrauch und so weiter, hat jeder einen ökologischen Fußabdruck. Da gibt es auch so einen Wert für, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, dieser ökologische Fußabdruck. Und der muss von allen eingehalten werden. Und bei den heutigen Digitalisierung ist ja meiner, wenn ihr gelesen habt, Utopia ist machbar, ist ein zentraler Moment die PIC, die persönliche Identitätskarte. Das heißt, wenn ich also jetzt in den Supermarkt reingehe,
mir die oder jene nehme, natürlich ohne zu bezahlen oder was, steht der auch immer gleich dran. Das hat so und so viel, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Becquerel, obwohl der falsche Wert ist, ja, Becquerel. Und jetzt kann ich überlegen, nehme ich was für 3 Becquerel und schone die Umwelt oder nehme ich was für 200 Becquerel. Das sehe ich an meinem Konto sofort, wenn ich das da einscanne, die Sache nehme, dann sehe ich sofort, wie viel ich noch habe. Weil du hast monatlich oder wöchentlich oder sonst was, kann ein Mensch ja ausrechnen, was ich da verbrauchen kann, damit eben die nicht 5 nach 12 ist, sondern immer auf 12 Uhr bleibt. Also die ökologische Uhr, kennt ihr alle, wa? Und dass das so gehandelt wird. Und da ist die Frage, wie wird das überprüft? Und wer, da sei sozial Shaming oder Bashing, wie hat man jemand gesagt, wie ich darüber diskutiert habe, sozial Bashing hat er genannt. Ja? Das ist sozusagen der soziale Druck, weil alles ist ja transparent. Weil wenn ihr genau durchliest mein Buch, seht ihr ja, alle Menschen haben zu allen Daten Zugang. Ja, das heißt, ich sehe also, was mein Nachbar verbraucht, ob der jetzt drüber ist oder ich höre schon im Supermarkt piepen, so wie eben hier bei uns piept, wenn der sozusagen jetzt über sein Limit rüberkommt. Wenn er jetzt was nimmt, was über das Durchschnittliche, was er noch hat auf dem Konto oder was, an seinen Becquerel-Werten, also an seinen Umweltfaktor, wenn es halt drüber ist. Oder wenn er seine Mindestarbeitszeit nicht erfüllt, dann piept es immer irgendwie, wie bei einer Bankkarte, nicht gleich ungültig, sondern hast du so einen Kredit, bei dem du den überziehen kannst. Und von daher, regelt der Computer, weil der Computer ist ja heutzutage wie beim Navi, rechnet ja aus, wenn du jetzt mit 300 mit dem SUV über die Autobahn fährst, musst du halt, das kannst du ausgleichen, indem ich jetzt nur noch Spaghetti esse. 3 Wochen nur noch Spaghetti esse und Wasser trinke, da kann ich das ausgleichen. Das rechnet sozusagen der Computer immer aus. Und bei Entscheidungssachen, ich hatte ja gesagt, die Regierung ist auch abgeschafft, also ich entscheide jetzt überall mit, da sind natürlich Experten, die machen einen Vorschlag. Die machen einen Vorschlag, wenn wir das und das jetzt meinetwegen, was ich auch schon mal gesagt habe, in die Grundbedürfnisse reinnehmen, schiefe Nase operieren oder Fettbauch weg oder irgendwas, oder Wodka ist auch, gehört zu den normalen Lebensmitteln dazu und Kaviar als Beispiel, dann hat es zur Folge, dass wir dann eben statt 6 Stunden die Woche 6,5 Stunden, 6 Stunden und 20 Minuten sozusagen jeder und jeder arbeiten, in Anführungsstriche wie gesagt, selbstbestimmte Tätigkeiten machen müssen, um eben das es zu produzieren, also für alle dann zur Verfügung zu stellen. Auch wenn nicht alle brauchen, aber oder das gleicht sich wieder mit anderen Sachen aus. Und dann werden immer so Vorschläge gemacht, was das eben bedeuten würde. Das wird von Experten ausgerechnet oder in dem Fall der Computer. Und dann zur Entscheidung gegeben. Du hast auch über wichtige Sachen, wie ich jetzt gesagt habe, mit der Militärhilfe zum Beispiel, hast du 3 Wochen Zeit zu entscheiden, ob du dafür oder dagegen bist. Und das kann heutzutage möglich, um einen Klick zu machen. Wichtig ist, dass es eine Vorbereitung sein muss. Dass sozusagen Fachleute die Expertisen machen und da entscheidet dann das Volk drüber. Mit Vor- und Nachteilen. Da für mich ist immer idealtypisch, wie es hier mit dem Tempelhofer Feld war. Da hast du von der Initiative, die keine Bebauung wollten, hast bis 15 Vorschläge gehabt, was dann halt positiv ist, wenn nicht bebaut wird. Und von vom Senat hast du 15 Sachen gehabt, der gesagt hat, das und das verfolgt, das ist negativ. Da hatte ich sozusagen 3 Monate Zeit, also noch länger, mich darauf vorzubereiten, in Ruhe durchzulesen. Hat vielleicht 20 Minuten gedauert oder eine halbe Stunde, die Broschüre zu lesen. Und ich wusste, an dem und den Tag soll ich darüber abstimmen. Und das kannst du mit allen Sachen auch machen. Okay, ich habe das gehört und gebe weiter an, wer war nach mir dran? Walter. Ach, der hat sich ja abgemeldet. Dann ist jetzt Öffi wieder dran, war. Öffi, Henning, schaffen wir noch eine Runde oder? Ansonsten würde ich sagen, Henning noch und dann Schluss, war. Weil Henning immer weniger war. Wollen wir noch eine ganze Runde noch immer durch? Gut. So, schalte mein Mikro aus. Ja, Öffi, möchtest du oder darf ich? Von mir aus kannst du auch erst. Du warst, glaube ich, beim letzten Mal auch erst. Dann kann ich, oder? Ja gut, ist in Ordnung. Ich möchte gerne noch was zu Lucky sagen. Und zwar, wenn wir uns alle von einem Computer abhängig machen, dann sind wir auch kontrolliert und unter Zwang. Und das möchte ich eigentlich in meinem Leben nicht mehr haben. Ich meine, wenn wir Computer nutzen oder Internet nutzen, ist das eine schöne Angelegenheit. Aber sich davon abhängig zu machen, ist der größte Fehler, den wir eigentlich machen können. Und wenn wir in unserem Denken oder bewusst werden, grenzenlos werden, also in wirklich in Freiheit gehen, gedanklich in Freiheit gehen und grenzenlos denken, dann fallen die Bewertungen
egal ob jetzt in Geld oder in irgendwelchen Regeln, die fallen einfach weg. Nur das grenzenlose Denken hat eigentlich im Grunde genommen nur eine Schöpferregel, und das ist die Harmonie zu achten oder überhaupt die wirksamen Gesetze zu achten. Und die wirksamen Gesetze sind halt die, dass die Lichtmechanik eine Kraft ist und die auch wirkt und dass alles Licht ist. Und wer das nicht versteht oder begreift, der wird es demnächst in Form von Konsequenzen zu spüren bekommen, weil eben das Licht oder die Lichtintensität, in dem die Erde mit der Sonne in Richtung Zentralsonne wieder reist oder sich bewegt, intensiver wird, werden wir auch das, was wir in unserer Sprache oder in unserer Kommunikation ausdrücken oder ausstrahlen, in Reflexion verstärkt wieder zurückbekommen. Wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren. Und wer das andere tut, dem wird auch das andere widerfahren. Und zwar verstärkt in Konsequenz. Und das ist das, was wir auch momentan im Außen sehen. Durch die seit 2 Jahren andauernde Krise der patentiert ausgedachten Krise letztendlich, von dem, was alles eben mit diesem vorteilbringenden Irrtum zusammenhängt. Und von diesem vorteilbringenden Irrtum darf sich jeder eigentlich bewusst werden und selber befreien. Und wer das nicht tut, wird in dieser Krise untergehen. Und ich kann nur das Angebot machen, mit auf den Weg zu gehen in ein Paradies. Und das Paradies ist einfach nur ein harmonisches, grenzenfreies Denken in Liebe, in Achtsamkeit und Bedingungslosigkeit. Und die Bedingungslosigkeit ist das Wesentliche am Zusammenleben. Weil in dem Moment, wo ich jemanden Bedingungen bringe, hat das eine Reflexion. Und die steigert sich so weit, dass wir letztendlich Regeln einhalten und die Regeln wieder dann irgend zu welchen Spaten werden mit vorteilbringenden Irrtümern und letztendlich dann auch einen Krieg ausarten. Und wenn wir friedvoll miteinander leben wollen, dann müssen wir im grenzenlosen Denken einfach unsere Ehre und unsere Würde aufrechterhalten, im Gleichgewicht erhalten. Und dieses Gleichgewicht der wirkenden Kräfte zu sehen und zu erkennen, bedarf der Erkenntnis. Und Erkenntnis ist dieser Prozess, den wir jetzt durchmachen, durch diese ganzen Krisen. Und letztendlich auch den es ist und bleibt ein und derselbe Krieg, um etwas zu kriegen. Und diese letzte Situation, die wir haben, wo also der passive Krieg und der aktive Krieg beendet werden, ist halt eben der Übergang in ein Paradies bedingungsloser Harmonie und bedingungsloser Liebe. Und dazu möchte ich eigentlich alle ermuntern, dieses zu erkennen. Es ist im Grunde genommen ganz einfach zu erkennen, dass wir bedingungslos in Harmonie und in Liebe miteinander kommunizieren und agieren. Alles andere, wer da Bedingungen reinbringen will, können wir einfach, wenn wir diese Münze symbolisch betrachten, dass wir die Bedingungen von der einen Seite und der anderen Seite immer so, wie die Münze auch geprägt ist, in Einheit und in Einigkeit halten. Das heißt, wenn ich als Opfer von irgendeiner Zahlungsaufforderung werde, dann sage ich, Moment, halt, du willst Bedingungen von mir haben, du willst Geld von mir haben. Wie werden wir uns einig? Weil das Symbol der Münze besagt, dass wir einfach uns einigen sollen und nicht Bedingungen hingeben sollen. Ja, und mit diesen Worten möchte ich mich auch von dieser Runde verabschieden und wünsche allen einen guten Mai und lasst euch nicht mehr auf Bedingungen ein. Und wenn Bedingungen auftreten, klärt es mit der Münze. Die sagt uns die Wahrheit und hat einen auch die Wirklichkeit. Und damit gebe ich weiter an Öffe. Ja, auch von mir so eine Art Schlusswort. Der Dill blendet nochmal das Forum auch ein. Herzliche Einladung dazu. Reihe-argumente-kultur.de. Hier auch noch war noch die Einblendung auf unsere Anzeige, dass wir
auch Supervision anbieten für Gemeinschaftsentwicklung, die sich auf diese Ehrlichkeit auch der freien Argumentkultur wirklich völlig einlassen will, so gut wie möglich. Also Dylan hat ja am Anfang die Frage gestellt, welche Aussicht hat die freie Argumentekultur, wenn wir das unter uns nicht machen oder nicht gründlich genug machen. Also von meiner Seite aus dazu jedenfalls die Bereitschaft. Und wenn da irgendwo Punkte sind, wo jetzt einer den Eindruck hat, also hier sind Sachfragen so gegensätzlich oder es ist gar irgendein Streitinhalt, den müssen wir jetzt richtig gründlich klären, dann können wir ja unsere Methodik auch weiter anwenden, dass wir uns darüber austauschen mit. Also ich finde das sehr gut, auch die Dreisatzmediation in so einem Forumsthema, wo man dann ganz zugespitzt aufeinander eingeht und auf das Thema eingeht. Ich glaube, dass solche Kommunikationsmethoden enormes Potenzial haben. Also da wird die freie Argumentekultur dann immer weiter ernst genommen, also mit den Mitteln, die wir uns dafür sie auch ausdenken können. Und ja, also ich bin dafür alles immer offen, zu dem, was meine Vorredner gesagt haben. Also bei Henning, ich freue mich, wenn das Licht uns sowieso so erleuchtet, dass wir dann nur noch bedingungslos im Sinne von mit Blick aufs Ganze statt Splitterinteressen lieben und verantwortlich sind und schenken und teilen. Aber auch ohne, also wenn jetzt es heißen würde, das Licht zwingt uns sozusagen nicht dazu, dann will ich es machen, weil es sinnvoll ist, weil es vernünftig ist und ich eine Vernunftseele bin. Insofern kann ich nur jedem den Tipp geben, freut euch, wenn das Licht mit dazukommt und es unterstützt, aber macht's auch ohne das Licht oder zumindest ohne, dass das Licht es für euch notwendig macht. Ne? Macht's einfach und vernünftig ist. Und zu dem, was Lucky gesagt hat, ja, oder auch was Dylan da gesagt hat mit der Wohlfühlstimme, ich habe das so verstanden und man kann den Leuten auch sagen, ja, sagt, was euch gut tut, so nach eurer eigenen Einschätzung, ne, und wenn es die Droge ist und so weiter. Aber so doof sind noch nicht mal die Heroinabhängigen, dass sie nicht merken, dass wenn man das dann dauerhaft misst und die Quelle dann sich dem anpassen muss, was ihnen de facto gut tut, also wo der Wohlfühlwert am Ende dann auch entsprechend steht, dann wissen die, das ist das, was die Verhältnisse zum Guten ändert, was die Schädlichkeit verringert und so weiter. All die Vorteile, die es ja auch hat, die es aus meiner Sicht ja auch wirklich hat, ist ja auch was Tolles. Aber das ist der Grund, warum sie versuchen werden, es auszunutzen und wenn das nicht geht, ablehnend reagieren. Weshalb ich der Ansicht bin, dass wir diese Bildung brauchen. Und das ist genauso auch, Luki, bei dir. Eine Expertin, die man sich da vorstellt. Also ich gebe in diesem Punkt Henning recht. Eine Experte und Technokratie, sowas Äußerliches, bei Menschen, die noch nicht mal eben bereit sind nachzudenken, was ihnen auf etwas längere Sicht gut tut, geschweige denn der Welt. Die sind doch im Moment noch nicht mal bereit, die Parteiprogramme durchzuziehen, die lassen sich missbrauchen von Wahlversprechen, die ihnen oberflächliche Konsumvorteile versprechen und so weiter. Zugang zu allen Daten bringt doch einem Menschen nichts, der für den Tellerrand nur guckt und den falschen Leuten hinterher rennt. Also eine Bildung der Menschen, die dazu führt, dass sie sich mal fragen, was ist überhaupt Vertrauenswürdigkeit? Also welche Hebel kann ich an Leute abgeben, sodass das vertrauenswürdig ist? Und dass dazu die Verantwortungseinstellung gehört, dieses Globaldenken, Lokalhandeln, dass sie es in sich überhaupt haben müssten, dass sie es bei anderen haben müssten, um denen irgendwelche Hebel zu geben. Also Leute, die nicht zu diesen Bewusstseinsprozessen bereit oder fähig sind oder nicht diese Bildung auch zumindest gleichzeitig bekommen, denen hilft alle Experte und Technokratie nicht. Die laufen an den falschen Apparaten hinterher für falsche, korrumpierte Steuerer. Ja, also so sehe ich das. Ne? Also auf jeden Fall wird da die echte Verantwortungsbildung und Verantwortungsorientierung ganz entscheidend sein. Okay, damit umarme ich euch und umarme ich alle Zuschauer, die sich darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Ja, kann ich da noch eine kurze Stelle zu was sagen? Ja, Lucky, wir sind ja jetzt in der Runde, okay, dass jeder noch kurz das Wichtigste sagt. Nur das Allerwichtigste, was ihm noch ganz wichtig ist. Also kannst du gerade anfangen. Okay, fang ich mit an. Obwohl, ich habe auch was Wichtiges, dann mache ich zuerst wieder, wie üblich, und dann du. Ne? Ja, okay.
Okay. Ja, also ich versuche nur das Allerwichtigste jetzt noch zu sagen. Und das Allerwichtigste ist, dass ich einmal sage, liebe Leute, schaut euch Google PDG, Partei des Gemeinwohls, und dieses Unterkapitel, ich als Gehirnwäscheopfer, kann ich jedem nur dringendst empfehlen, weil ich das für ganz wichtig halte, weil ich wirklich der Meinung bin, es gibt praktisch niemanden, der nicht Opfer dieser Gehirnwäsche ist im Kapitalismus. Und dann der zweite Punkt ist nur noch, das ganz Wichtige ist, Öffi, da bist du in einer Irrtumsschleife total gefangen. Im Supermarkt gibt es immer alle Drogen zu kaufen, zum Beispiel, und überall gibt es alle Drogen zu kaufen, weil sich das nie ändern wird. Die Alkoholfirmen zum Beispiel als Drogenlieferanten machen eine Mischkalkulation. Sie kriegen natürlich schlechte Wohlfühlstimmen, weil die Alkoholiker natürlich nach und nach immer kränker werden, ja? Aber wenn die überhaupt Wohlfühlstimmen abgeben. Aber die machen eine Mischkalkulation, ganz einfach. Alkoholgewinne aus dem Weltmarktverkauf, die sind gewaltigst, ja? Denn die ganzen Exporte laufen ja einfach weiter, ja? Und dann nehmen sie halt in Kauf, dass sie bei Alkohol keine Verdienstzuschüsse kriegen. Dafür kriegen sie aber dann für das leckere Obst und Gemüse, das sie demnächst noch mitverkaufen und produzieren und so weiter, dafür kriegen sie wieder Verdienstzuschüsse. Also es wird auf jeden Fall immer sozusagen alle Drogen geben. Wenn nicht, kann man ja auch ein Gesetz machen, dass sie weiter produziert werden müssen von Staats wegen, damit sich niemand bevormundet fühlt. Damit niemand, also dann machen wir halt ein Gesetz in der GWO, der Staat produziert Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und all das Zeug weiter, übernimmt die Produktionsstätten, wenn sie sich nicht mehr rechnen sollten, weil die ganze Welt jetzt umgestellt ist auf GWO, und damit eben niemand sagen kann, dass in irgendeiner Weise auch nur ein Millimeter die Freiheit, sich krank zu leben, verhindert wird. Und dafür, ich wäre dann sofort für diese Gesetzesänderung, dass der Staat die Drogen produzieren muss. Und damit ist doch das Problem aus der Welt. Ja? So, wer hat noch was Wichtiges? Lucky hat sich schon gemeldet. Zwei Sekunden. Ja, eins, zwei. Ich wollte noch auf zwei Sachen hinweisen. Ich sage nur, lest mein Buch, Utopia ist machbar. Weil ich fühle mich ein bisschen missverstanden oder habe den Eindruck, ihr habt es nicht gelesen, weil ihr mir Unterschied stellt, dass der Computer das regelt. Der Computer regelt es nicht, sondern der Computer ist wie heute. Wenn ich von München nach Berlin fahren will, dann sagt er mir, wie lange ich brauche. Und wenn ich jetzt eingebe, ich will über Stuttgart fahren, dann kann ich hinterher entscheiden. Das ist halt. Er gibt mir sozusagen Möglichkeiten zu entscheiden. Kann ich entscheiden, ob ich 3 Stunden länger fahre und so viel Kilometer mehr und so viel Benzin mehr verbrauche, oder ob ich lieber direkt fahre und mir dort den Typen, meinen Freund in Stuttgart dann nicht besuche. Und das macht der Computer die ganze Zeit. Er hat immer Entscheidungsmöglichkeit, wo wir alle entscheiden können. Und alle heißt natürlich auch, Technokratie bin ich auch missverstanden worden, sondern das sozusagen mit Vorbereitung für bestimmte Entscheidungen habe ich ja nicht, der Scientist bin ich ja nicht in allen Sachen so drinnen, mit allen wissenschaftlichen Sachen. Und da erwarte ich, dass sie Vorschläge geben. Die entscheiden nicht für mich, sondern die sagen, bei Modell A gibt es die und die und die Auswirkungen. Bei Modell B gibt es die und die und die Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Arbeitszeit und so weiter. Und das kann ich dann entscheiden. Und sicherlich bin ich mit vielen Sachen auch überfordert oder mache das auch wie heute, dass ich nicht alles angucke. Aber ich kann mich dann hinterher nicht beschweren. Heute kann ich mich ja beschweren. Die haben mich nicht gefragt mit dem Krieg und mit dem Militär. Haben sie mich nicht gefragt und kann auf die schimpfen, auf die da oben. Und wenn ich aber jedes Mal gefragt werde bei allen Sachen, die mich betreffen, dann kann ich hinterher nicht mehr schimpfen. Das ist der große Unterschied. Und damit lebe ich weiter oder bin fertig. Noch jemand was ganz Wichtiges? Ich hätte noch einen wichtigen Satz. Oder jemand vor mir? Henning, Öffi, noch einen ganz wichtigen Satz. Wir sind nur noch zu dritt. Ja, dann sage ich mal meinen Satz. Ja, das ist Lucky. Ich zum Beispiel. Jetzt sind wir wieder in der Diskussion. Ich dachte, jeder sagt seinen letzten Satz und seinen Schluss. Das ist ja schon vorher. Ja, das ist nochmal wichtig. Also die Datenmissbraucher machen uns Angst vor Daten. Ich selbst habe keine Angst vor Daten, denn das ist wie ein Küchenmesser. Wenn der Staat richtig gut ist oder der Nichtstaat, der nicht mehr existierende Staat gut ist, dann sind Daten nicht mehr gefährlich.
Das ist genauso wie ein Küchenmesser. Die können zwar theoretisch missbraucht werden, aber wir in der GWO unterbinden das rigoros, jede Form des Missbrauchs von Daten. Ja, wenn es kein Geld mehr gibt, gibt es auch kein Missbrauch. Wenn er jetzt mein Modell liest und dann natürlich verschwindet. Ja, genau, kann man so sagen. Dann gibt es kein mehr Missbrauch von Daten. Und alle können alles sehen. Und da brauche ich auch keine Angst haben, weil wenn ich der Einzige, ich habe nur Angst, ich muss mich dann nur schämen, wenn ich der Einzige angezogen und der Nackten bin. Aber wenn alle nackt sind, dann ist doch okay. In Schweden sehen die Leute ja auch alle das Gehalt der anderen und niemand hat ein Problem damit. Genau, genau. Und so stelle ich mir auch vor mit allen Daten. Okay, machen wir Schluss jetzt, ja? Tschüss. Ich verabschiede mich dann auch. Wenn Öffi noch nicht noch ein bisschen. Na, Öffi hat er schon. Öffi, ja. Du hast nichts mehr, ne? Ah ja. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.